am Ja, Leben cool. zu erhalten. Glaube Sie sind dafür gedacht, in einer fliegerischen Situation noch, also unter aerodynamischen Bedingungen, die Astronauten mit Sauerstoff zu versorgen und einen Ausstieg zu ermöglichen. Einen Ausstieg fliegenden Space Shuttle, respektive aus dem Orbiter. Und dafür sind auch dann diese etwas ungefügen Rücken-Backpacks, die Rucksäcke, die die Astronauten im weißen Raum angeschnallt bekommen haben. Das sind Flöße für eine Wasserlandung, das sind Fallschirmelemente. Da kann ich jetzt nicht viel rauslesen, was diese Wetterkarte uns sagt, aber Wir hören mal wahrscheinlich. in den NASA-Ton rein und dann hören wir wahrscheinlich die neueste Situation. Ja. Das sind die verschiedenen Kriterien, die berücksichtigt werden. Sie sehen dort oben Blitze, dann Cumuluswolken, Amboss-Wolken und so weiter. Und das ist alles rot. Ja, man sieht hier auch die Wolken hinter der Discovery. Heute ist es sehr viel wolkiger, als es gestern war. Aber warten wir mal ab, wie sich das Wetter in den nächsten Stunden entwickelt, um zu sehen, ob es zum Start kommt oder nicht. Hier sehen wir noch mal die Astronauten auf dem Middeck. Vier sind auf dem Flugdeck und nachdem alle Missionsspezialisten angeschnallt sind, also Lisa Noack ist die letzte, werden sie dann noch ihre Handschuhe anziehen und den Helm aufsetzen und danach wird dann die Luke der Discovery geschlossen. Wir würden gerne mal wieder drauf. Ja, vielleicht ein kurzes Wort zu den Umschnitten, die jetzt die Kamera zeigt. Das ist also der Umschnitt ins Middeck. Drei Astronauten werden im Middeck den Flug erleben. Und wir sehen also hier vorne Thomas Reiter und zwei seiner weiteren Kollegen. Das liegt daran, dass die Astronauten als Missionsspezialisten bestimmte Funktionen wahrnehmen. Die einen mehr für den Aufstiegsteil und die anderen eben für den Teil des Wiedereintritts in die Erdatmosphäre. Und das ist der entsprechende Schnitt in das Flight Deck, also in das eigentliche Cockpit des Space Shuttles. Sehr ungewöhnlich, wenn man mal ein Training am Space Shuttle gemacht hat, diesen Techniker jetzt aufrecht stehen zu sehen. Das Space Shuttle steht eben auf der Flügelspitze, auf der Spitze und die ganze Geometrie ist also sehr ungewöhnlich und auch die Astronauten beschreiben das immer als sehr ungewöhnlich nach all den Trainings, die sie gemacht haben auf der Erde, wie sie dann in einen auf der Startrampe stehenden Space Shuttle einsteigen müssen. Man kann sich also, obwohl es nicht sehr groß ist, auch in der Tür vertun und in die falsche Richtung dann erstmal krabbeln. Aber dafür sind diese Helfer ja da und wir sehen zwischen rechts dem Kommandanten Steve Lindsay und dem Piloten hindurch auf die beiden Missionsspezialisten, die dann für diesen Abschnitt Aufstieg ins All zuständig sind und der Flugbesatzung eben zuarbeiten. Wir haben eben die Situation gesehen, die Kriterien noch einmal gesehen. Ob es nun heute zu einem Countdown kommt oder nicht. Sind das Informationen, die die Astronauten jetzt hier in Realzeit bekommen? Also was die Astronauten bekommen, neben den aktiven Anzeigen des Flight Decks, also der Flugzustände, der Aggregatzustände in den verschiedenen Abschnitten des Space Shuttle, das sind natürlich die Meldungen, die über die Tonkanäle gehen, also über diese Funkkanäle, die auf Ton geschaltet sind und ich denke, dass sie relativ gut im Bilde sind, wie sich das Wetter entwickelt und auch auf geduldig warten bis zu diesen Entscheidungsmomenten, die ja in den Countdown eingebaut sind. Der Countdown hält ja an bestimmten Stellen an, um gerade diese Abfragen in Ruhe zu ermöglichen, auch die Analysen in Ruhe zu ermöglichen. Und da sehen wir aber mal riesige Wolkenformationen in Florida. Und das sind Wolkenformationen, die sind nun für einen solchen Shuttle-Start nicht günstig.
Dass sie nicht günstig sind, ist richtig, ob sie in der falschen Richtung auch liegen. Das heißt, in der Richtung, in die besonders geschaut wird für diese Startbedingungen, das kann ich natürlich so aus diesen Fernsehbildern nicht sagen. Also NASA hat sich entschieden, das Tanken anzufangen. Das ist schon mal ein deutlicher Hinweis, dass sie eine nicht verschwindende Chance sehen, heute zu starten. Sie haben die Mannschaft schon in den Orbiter geschickt. Das ist also ein weiterer Hinweis, dass sie zumindest einen Start nicht ausschließen. Und alles andere müssen wir jetzt wie gestern auch auf uns zukommen lassen. Ja, der Helm wird aufgeschraubt. Das Visier ist dann zum großen Teil noch offen. Aber das ist also dann neben den Handschuhen der Teil, der als letztes die Ausrüstung vervollständigt. Wie würde eine solche Notfallsituation ablaufen, wenn also jetzt beim Start, beim Launch eine Notfallsituation eintritt? Wer reagiert da? Wie reagiert da der Kommandant? Befiehlt der dann aus seiner Position eine Entscheidung, die die Crew anbetrifft, oder wird das vom Boden gemacht? Also ganz grob gibt es vier Abbruchszenarien. Das sind dann nicht unbedingt Notfallsituationen, sondern wenn erwiesenermaßen die Energie, die die Triebwerke liefern, nicht reicht, einen Orbit zu erreichen, kann das im frühen Stadium dazu führen, es ist noch nicht vorgekommen, wie gesagt, dass die Feststoffraketen ausbrennen, dass mit dem zur Verfügung stehenden Treibstoff in dem großen Tank und den Shuttle-Triebwerken, die ja auch eine große Kraft haben, das Shuttle eine Kurve fliegt und dann wie ein Flugzeug nach Abwerfen des externen Tanks wieder auf der Landebahn in Cape Canaveral niedergeht. Das wird trainiert. Auch für diesen Fall werden zurzeit Anflüge auf die Landebahn unternommen, sodass man sieht, ob die Winde, ob die ganzen aerodynamischen Bedingungen das hergeben. Das Zweite wäre, dass man sich transatlantisch rettet. Die Startrichtung nach Osten ermöglicht es also eine Reihe von Flughäfen, Landebahnen über den Atlantik anzusteuern. Auch sind das ganz normale Flughäfen? Wird da dann quasi die Notfallsituation aufgerufen und die Linienmaschinen müssen abdrehen? Das können ganz normale Flughäfen mit einer entsprechend langen Landebahn sein. Köln-Bonn gehörte in bestimmten Flugprofilen des Shuttle auch schon einmal zu solchen transatlantischen Abort, wie das dann heißt, also Abbruchlandeplätzen. Inzwischen beschränkt man sich aber, glaube ich, auf einen solchen Landeplatz und schickt da auch ein Team hin, was in der Lage wäre, gegebenenfalls ein solches gelandetes Shuttle in Empfang zu nehmen. Ärzte, übrigens auch inzwischen, eben das zeigt auch die Verzahnung mit europäischen Betriebszentren, übrigens auch Ärzte, die vom Europäischen Astronautenzentrum in Köln dorthin geschickt werden. Diese transatlantische Komponente ist auch noch nicht genutzt worden. Die dritte Möglichkeit wäre, einen Orbit um die Erde zu fliegen und dann an der Westküste der USA niederzugehen. Auch dort natürlich Plätze mit sehr langen Landebahnen, Edwards, Weizens, ja, zum Beispiel. Das wäre also eine Möglichkeit. Immer gegeben, dass eins der Triebwerke oder mehrere Triebwerke ausfallen, dass man sicher weiß, dass nicht das Orbit erreicht wird. Und das dritte wäre dann, ein niedriges Orbit zu erreichen und dann zu entscheiden. Also in Kürze diese vier Abort-Szenarien. Und das entscheidet natürlich das System. Der Computer rechnet zu jedem Zeitpunkt aus, was ist mit dem gegebenen Schub möglich, wo können wir hin. Die Kontrollzentren verfolgen das. Wir werden beim Start dann auch hören, dass jetzt ein Return to Launch Site zum Beispiel nicht mehr möglich ist, dass jetzt Transatlantik-Abort nicht mehr möglich ist. Das ist alles nicht besorgniserregend, weil es gibt dann eben diese abgestufte Reihe von Möglichkeiten. So, diese Handgriffe, die dort jetzt erfolgen, sind Handgriffe, die in der Übungsphase hunderte Male gemacht worden sind. Die kann man wahrscheinlich als Astronaut auch im Schlaf.
Oder ja. Muss man sie? Zumindest das Anziehen des Raumanzuges, des Launch and Entry Suits, oder hier dieses Advanced Crew Entry Suits, wie sie diese Anzüge jetzt heißen, das geht in Fleisch und Blut über. Ja. Und man hat auch schon eine Routine entwickelt, nochmal sich zu vergewissern, dass alles richtig sitzt, und hat das Gefühl eben auch dafür bekommen aus dem Training, wann diese Anzüge vollständig dann auch ausgerüstet sind. So, jetzt haben wir gerade gesehen, das ist jetzt der Umschnitt nach außen wieder, und das ist die Tür, die jetzt gleich geschlossen wird. Dann ist mal erst keine Verständigung, zumindest kein Gang mehr nach draußen möglich. Also ein gewisser Abschnitt ist damit dann auch vollzogen. Ja, allerdings bleibt der weiße Raum noch eingeschwenkt bis kurz vor dem Start. Die Techniker, die bis jetzt der Besatzung geholfen haben, werden also sich sicherlich aus der unmittelbaren Nähe etwas zurückziehen, aber in Bereitschaft bleiben. Und damit ist im Falle, dass sich ein schnelles Verlassen des Orbiters dann als nötig erweisen sollte, auch alles gegeben, dass man relativ schnell dann auch raus kann. Die Tür wird geschlossen, versiegelt, und es wird auch nochmal die Hitzeschutzisolierung der Tür ergänzt, da wo dann der Einstieg war. Das sind also die Dinge, die jetzt von den Technikern, nachdem der letzte das Cockpit verlassen hat, dann gemacht werden. So, jetzt sieht man immer wieder, wenn man das Launchpad selber sieht, die Startrampe selber sieht, dass sich da am unteren Teil des Shuttle auch so kleine Wolken bilden. Was ist das? Wir sollten nicht vergessen, dass hier in diesem großen orange-roten Tank etwa 2000 Tonnen Wasserstoff und Sauerstoff jetzt hineingepumpt wurden. Die sind unter kryogenen Temperaturen, also als verflüssigte Gase dort in diesem Tank. Und klar, dass sich dann natürlich in dieser Außenatmosphäre, die ja nun wesentlich wärmer ist, auch Druck bildet. Und dieser Druck wird über die Kappe oben abgelassen. Das heißt, man kann also mit dieser Kappe zum einen den Tank immer wieder noch auffüllen, dass man auch wirklich mit der größtmöglichen Menge Treibstoff startet, zum anderen aber auch den überschüssigen Druck ablassen. Was unten aus den Triebwerken herausströmt, das sind Reinigungsgase. Wasserstoff, Sauerstoff ist ein sehr explosives Gemisch, was genau in der richtigen Weise auch gemischt werden muss, um Schub für die Triebwerke zu liefern. Indem man hier dauernd einen aktiven Luftstrom durch diese Triebwerke, durch die Triebwerksleitungen auch bläst, garantiert man, dass in dem Moment, wo dann die Turbopumpen die beiden Gase in die Triebwerke einspritzen, das richtige Mischungsverhältnis da ist und nicht schon aus der Außenluft eventuell Sauerstoff im Überschuss oder andere Gase in der Brennkammer vorhanden sind, was eine Verpuffung oder ein schlechtes Abbrennen dann gewährleisten würde. Also das sind einfache Reinigungsgase, die jetzt regelmäßig durch diese ganze Triebwerkssektion gepustet werden. Ja, und wenn wir die Situation jetzt dort sehen, dann sehen wir, das ist doch ein mächtiges Geschöpf, was da steht. Wenn wir das vergleichen mit einer Sojus-Rakete, sagen Sie uns doch bitte noch einmal den grundsätzlichen Unterschied und die Vor- und Nachteile dieser beiden Möglichkeiten, ins All zu starten. Das Space Shuttle, so wie es da steht, der Crew-Einstieg ist in 195 Fuß Höhe, das sind also 60, 70 Meter. Natürlich wäre eine Saturn-5-Rakete, die ja in ähnlicher Weise auf dieser Start von dieser Startbasis gestartet wurde, noch viel größer. Und das sieht man, wenn das Shuttle, der Stack, wie man das nennt, also dieses zusammengesetzte Element aus Orbiter. Können wir gerade noch mal hier an dem Modell zeigen, das Shuttle selber ist ja nicht die Heimstatt der Astronauten, sondern das ist ja nur der Kopf. Genau. All das, was hier hinten dran ist, ist im Grunde genommen die Möglichkeit, Nutzlast zu transportieren. Und das ist eigentlich die Idee, beides zu kombinieren.
Das Gebilde, so wie es hier steht, nennt sich der Stack, also das Zusammengesetzte aus Orbiter. Das ist der weiße Teil mit der schwarzen Unterseite, die eben die Hitzeschutzkacheln trägt. Das ist der orange-rote große externe Tank, der die Wasserstoff- und Sauerstoffgase enthält, die dann in den Haupttriebwerken des Shuttle verbrannt werden. Und das ist auch der Unterschied also zur Soyuz-Rakete. Die Soyuz-Rakete bietet der Soyuz-Kapsel dann genügend Schub, um ins All zu kommen. Hier bringt der, bringen die Haupttriebwerke den Orbiter zusammen mit dem externen Tank ins All. Und das sind wesentliche Elemente auch, die zum Erfolg der Mission beitragen. Wenn die also zu früh versagen oder zu früh in der Treibstoff ausgeht, wird der Shuttle das nicht schaffen, ein solches Orbit, wie es nötig ist, die Raumstation zu erreichen, dann zu fliegen. Und das letzte Element sind die großen Feststoffraketen zu beiden Seiten, die Solid Rocket Booster, wie sie heißen, und alles zusammengenommen heißt der Stack. Wenn dieser Stack dann rausgerollt wird aus dem großen Assembly Building, das also auch für die Saturn-Rakete gebaut ist, dann sieht man erstmal die Größenunterschiede. Das füllt also die Tür nicht aus, die damals für die Saturn-Rakete gebaut wurde. Dies, Ewald, ich muss Sie gerade mal unterbrechen. Wir haben gerade die Uhr gesehen in Cape Canaveral, den Countdown gesehen. Wenn diese Uhr läuft, wir müssen das, glaube ich, gerade noch mal kurz erklären. Wenn die Uhr läuft, heißt das, es geht alles mit rechten Dingen zu? Oder heißt es umgekehrt auch, wenn die Uhr angehalten wird, stimmt etwas nicht? Weder noch. Wenn die Uhr läuft, heißt das, dass ein technischer Vorgang abläuft, der zwischen den beiden Stopppunkten der Uhr abgewickelt wird. Also etwas zum Beispiel, was sich relativ genau in Zeit beziffern lässt. Wenn die Uhr steht, mag das ein kontrollierter Halt sein, um eine andere Entscheidung zu fällen, um einen etwas flexibleren Arbeitsablauf zu ermöglichen. Das hat aber, wie wir gestern gesehen haben, jetzt erstmal nichts mit dem Abbruch oder dem positiven Ausgang des Startversuchs zu tun. Das würden wir, gegeben, dass die Technik mitspielt, erst bei T-9 Minuten an einem eingebauten Haltepunkt sehen, der auch einige Zeit dauern kann. Das liegt natürlich daran, wieder, wie viel Zeit haben wir insgesamt zu starten. Wir wollen also heute sicherlich in den ersten Zeitpunkt des Startfensters treffen. Aber wir haben etwa 5 Minuten Zeit, die während dieser T-9 Minuten noch ausgespielt werden können, um einen auch wettertechnisch günstigen Startzeitpunkt zu erreichen. Ewald, soweit so gut. Wir werden gleich weitersprechen über die weiteren Vorbereitungen. Jetzt zunächst noch mal zurück zu meinem Kollegen Karl-Ludwig Peschke. Ja, und weiter an meiner Seite Anatol Johansen. Herr Johansen, mittlerweile haben wir ein paar Zuschaueranrufe bekommen, die sagten, in Amerika haben sie zwar vom Weißen Haus, aber vom Weißen Raum noch nichts gehört. Was ist das? Ja, das bedarf unbedingt der Erklärung. Das ist also in dem Service Tower, an dem der Shuttle steht, gibt es oben noch einen weißen Raum. Da fahren also die Astronauten mit dem Fahrstuhl hin. Und von diesem weißen Raum aus geht ein Übergang direkt in den Shuttle. Und da werden also so die letzten Vorbereitungen getroffen, da werden die Anzüge überprüft und alles. Das ist der letzte Raum, den die Astronauten an normalem Raum betreten, sagen wir mal. Und dann geht es bevor es in den Raum geht. Und dann sind sie im Shuttle. Das ist der berühmte White Room, weißer Raum. Gibt's einen weißer Raum ja deswegen, weil der eben sehr sauber ist und ich glaube, der steht sogar unter leichtem Überdruck, damit da keine Verschmutzungen mit in den Shuttle hineingenommen werden. Schauen wir nochmal auf das NASA-Bild. Da sehen wir jetzt die Seitenansicht des Shuttles. Unten, wie Herr Ewald schon erzählt hat, die Triebwerke. Die Reinigungsgase stehen, um eben die freizuhalten. Wasserstoff, Sauerstoff. Reinkommt. Das sind ja. Was wir im Physikunterricht noch kennen. 1,9 Millionen Liter flüssiger Wasserstoff und flüssiger Sauerstoff, das ist doch eine Bombe, der die hochreiten, oder? Das ist eine Bombe, auf der die hochreiten. Und vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen hält, wir haben jetzt diesen Außentank nicht im Bild, aber der hat eine Wandstärke von 2,5 Millimeter.
Das heißt, das ist beinahe wie ein aufgeblasener Ballon, nicht? Also das ist schon ein sehr fragiles. Das erklärt wohl auch, warum als Verbesserung an der Discovery jetzt ein neues Soundsystem installiert wurde, das vermeiden soll. Bei Discovery wurde ja ein Geier zum Opfer des Aufstiegs. Ja, wie gesagt, es gibt sogar einen Adler und viele Möwen und anderes. Und das ist immer eine große Angst, dass man da mal mit voller Kraft hineinfliegt. Das ist dann nicht mehr so sehr schön. Vogelschlag ist ja auch bei der normalen Luftfahrt immer noch ein großes Problem. Das heißt, ein Geier, der auf so einen Tank trifft und der Shuttle hat die entsprechende Geschwindigkeit, durchschlägt ihn im Zweifel. Das... Er würde ihn zumindest sehr beschädigen. Oder beschädigen, ja, wir wollen es nicht dramatisieren. Ja, ziemliche Ausdehnung, so ein Vogel, nicht so, dass er vielleicht... Aber das wäre doch schon ziemlich haarig. Wenn wir schon über Technik sprechen, Sie sagten mir vorhin, als wir uns vorbereiteten auf diesen Abend, es gibt noch eine Rettungsmöglichkeit für die Crew. Richtig. Die Rettungsfrage ist ganz wichtig. Also wenn tatsächlich der Shuttle beim Start explodiert, ist nichts zu machen, da gibt es nichts. Aber kurz vorher, solange die noch im White Room sind und hinübergehen wollen in den Shuttle und wenn sie dann merken, dass der Shuttle plötzlich anfängt, unkontrollierbare Dinge zu machen und vielleicht im Begriff steht zu explodieren oder irgendwas Fürchterliches passiert, dann gibt es von dort oben ein 350 Meter lange Seile. Die gehen schief nach unten, ungefähr 350 Meter lang, und führen in einen Bunker. Und an jedem dieser Seile ist ein großer Korb, in den können mindestens zwei Astronauten reinspringen. Die hüpfen dann da hinein und geben Gas und dann sind sie in 35 Sekunden unten im Bunker. Und der Bunker würde sogar die Explosion eines Space Shuttle überstehen. Aber das ist auch nur eine Möglichkeit, die so lange gilt, bis sie nicht oben drin sitzen, denn dann ist es zu spät. Aber man muss eines sagen. Der Shuttle hat da einen Nachteil wurde vorhin danach gefragt, Soyuz und Shuttle. Die Soyuz-Rakete und auch die amerikanische Mondrakete und alle amerikanischen Raketen vorher, die haben auf der Spitze das bemannte Raumfahrzeug, sitzt oben drauf, und auf dem Raumfahrzeug saß noch der Escape Tower. Das ist also eine zusätzliche kleine Rakete. Und selbst wenn die große Rakete explodierte, konnten sie auf den Knopf drücken, dann feuerte die kleine Rakete. Das Raumschiff flog hoch im großen Bogen und landete so 1000, 2000 Meter weiter weg, sicher am Fallschirm. Und diese Möglichkeit ist natürlich von immenser Wichtigkeit. Die hätte vielleicht auch die Challenger-Leute retten können. Aber die ist beim Shuttle nicht gegeben. Der ist ja völlig anders konstruiert. Die Russen haben tatsächlich mal den Fall gehabt. Beim Start ist das Ding auseinandergeflogen und der Astronaut hatte sich mit diesem Escape Tower, also mit diesem Fluchtturm, mit dieser Rettungsrakete retten können. Und das ist eine Möglichkeit, die der Shuttle leider nicht hat. Dieser Escape Tower ist ja auch das Resultat von schlimmen Erfahrungen, die NASA in der Frühzeit der Raumfahrt gemacht hat. Ich denke, das war Anfang der 60er Jahre, als eine Rakete nicht gestartet ist und die Astronauten dort zu Tode gekommen sind. Oder irre ich mich jetzt? Nee, das war die erste Apollo-Kapsel bei einem Bodentest. Die war also ganz real wie im Fluge darauf gebaut und alles. Und da brach durch Kurzschluss ein Feuer aus. Und da sind drei Astronauten verschmort. Und da gab es also Tonbänder auf Seiten der Flugkontrolle, die nie freigegeben worden sind, wie die man braucht da nicht ins Detail zu gehen. Und danach hat man also feuerfeste Materialien verwandt, man hat dieses Apollo-Raumschiff geändert. Es dauerte 2 Minuten, bis man die Luke aufmachte vorher. Die kamen also, hatten gar keine Chance. Aber das hat mit dem Fluchtturm nichts zu tun. Den Fluchtturm hat schon Wernher von Braun für seine Mondrakete gehabt. Das hat er von Anfang an so konzipiert. Und das, wie gesagt, ist jetzt beim Shuttle nicht mehr drin und da muss er eben funktionieren. Und wenn er in einer gewissen Flugphase nicht funktioniert, dann sind die Astronauten leider verloren. Werfen wir noch einen Blick weiter auf das Material, das uns, schade, jetzt gerade haben wir wieder die Totale mit dem Shuttle. Eben gerade, während wir uns unterhielten, waren nochmal der White Room zu sehen. Die Techniker sind dort kurz davor, glaube ich, die Luke zu schließen. Wie viele Leute stehen jetzt da oben im White Room? Gibt es dafür auch ein genaues Procedure? Nee, das sind so 4 oder 5 Leute und im Raumtransport am Cockpit selber und im Middeck, also das ist diese
Cockpit ist praktisch vorne, wo der Pilot und der Co-Pilot sitzen. Dann gibt es ein bisschen weiter hinten und weiter unten das Middeck. Das ist immer Middeck, damit man vielleicht ungefähr eine Vorstellung hat, was da ist. Da sitzen dann meistens die Payload Specialists, also die Nutzlastastronauten, die Wissenschaftler oder jedenfalls die mit den wissenschaftlichen Experimenten in der Hauptsache befasst sind. Die sich mit der Payload, also mit der Ladung, für die unter anderem Industrieunternehmen bezahlt haben, dass sie in den Orbit geschafft wird, zuständig sind, die daran Experimente ausführen oder sie sonst irgendwie bedienen. Zum Beispiel Thomas Reiter ist auch ein Payload Specialist. Ne? Es gibt den Commander und den Piloten und der Rest sind Payload Specialists, also Nutzlastexperten, sagen wir vielleicht auf Deutsch sagen. Gut, dann werfen wir, wir sind wieder mal dran jetzt. Dann können wir vielleicht noch mal ganz kurz überlegen. Jetzt sind wir gut 2 Stunden vor dem möglichen Start. Das heißt, jetzt ist eigentlich alles fertig. Gibt es jetzt sonst noch irgendwas zu tun für die Crew oder musst du jetzt einfach nur warten, dass es losgeht? Zum Teil jetzt doch warten. Also die hat eben, habe ich gerade gehört, die Voice-Tests da durchgeführt und jetzt steht sie also nicht unter irgendwelchen wilden Arbeitszwängen. Das ist jetzt also relativ ruhig. Und man muss auch sagen, zum Befinden der Astronauten ganz generell. Es war ja die Frage, sind sie nun nervös oder wie oder was. Es hat einmal einen amerikanischen Astronauten gegeben, ich weiß nicht mehr, wer es war leider. Der ist auf der startbereiten Rakete während des Countdowns eingeschlafen. Da haben die in der Biotelemetrie gesehen, was ist damit? Der Herzschlag ging zurück, alles ging zurück. Dann mussten die den aufwecken vor dem Start. Also da sind zum Teil Jungs drin, die haben Nerven wie Stahlseile, nicht? Mr. Supercool. Ich höre gerade von der Regie, es gibt wieder Funkverkehr, den wir uns jetzt nochmal näher anhören wollen. Discovery Launch Director, Air to Ground 1. Hey, go ahead. Okay, Steve, we've talked to launch weather and landing weather and the ops manager, and we've concluded that we're not going to have a chance to launch today. And so in order to preserve as much time for the scrub turnaround as possible to get the PRSD topped off on board the ship and to give you guys the maximum opportunity on orbit to extend the day and get your third EVA, we decided to terminate the count today, stand down for 48 hours, do a single commodity hydrogen reactant top off, targeting next launch attempt Tuesday morning or Tuesday afternoon. Fairly copy. Looks out the windows, doesn't look good today, and we think that's a great plan. Okay, thank you, and you'll be hearing it on the loops here momentarily, but we have scrub for the day. Okay, copy that. CVD with that, you're going 95-896. Copy. This is Shuttle Launch Control, and we have just heard from our launch director, Mike Leinbach, that we have indeed scrubbed for the day. There is no hope that... Any activity that you need to do prior to issuing GLS cutoff, let me know at this time. There was no hope that the weather would clear in time for us to meet our launch window at 3:26, so we have, in fact, scrubbed our launch attempt for today. We're going into a posture for a 48-hour scrub turnaround that would place a launch on Tuesday, July the 4th, at 2:38 p.m. Eastern Time. Again, we have announced a scrub for today. That puts us into a 48-hour scrub turnaround posture for another launch attempt, our third launch attempt, on Tuesday, July the 4th, at 2:38 p.m. Eastern. PVD, with that, you're going 95-896. Copy. This is Shuttle Launch Control. Ja, hier ist das Kontrollzentrum und wir haben gerade von Mike Leinbach, dem Startdirektor, gehört, dass für heute der Start abgesagt wurde. Es besteht keinerlei Hoffnung, dass sich das Wetter wieder aufklart, um das Zeitfenster um 21.26 Uhr zu erreichen. Also der Start ist für heute wirklich abgebrochen. Für 48 Stunden, das heißt am Dienstag um
2.38 Uhr Ortszeit könnte der nächste Start erfolgen. Also ich darf es nochmal wiederholen. Für heute ist der Start abgebrochen. Ein dritter Startversuch wird am Dienstag, 4. Juli, um 2.38 Uhr Ortszeit vorgenommen. Der Startabbruch erfolgte aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse. Hier im mittleren Teil von Florida sind mehrere Schauer niedergegangen. Es gab eine Reihe von Gewitter. Und im Laufe des Vormittags verschlimmerte sich die Lage. Wir haben ja bestimmte Regeln, an die wir uns halten müssen. Und insofern war es nur klug und richtig, hier die Luke nicht zu schließen, sondern den Astronauten Gelegenheit zu geben, wieder auszusteigen. Und wir werden nicht morgen einen erneuten Start versuchen, sondern bis Dienstag warten. Um etwa 1.15 Uhr Ortszeit wurde der Startabbruch verkündet. Der für den Start zuständige Direktor Mike Leinbach hat die Crew darüber unterrichtet. GSS verified. GLS, can you confirm GLS command active, PCM MMU 1 or 2, and GSC power control was successful? GLS confirms PCM MMU 1 to GSC control. Detect and not perform on PCM MMU reconfig. CDR OTC. CDR go. On panel C3, OI PCM MMU, power switch off. Similar. OTC CDR PCMMU switches off. Copy, sir. Thank you. ISL, can you verify 40? ISL can verify 40. We're already in G9, so the G1 to G9 transition is not performed. And post cutoff safety checks also not performed. Jetzt werden die verschiedenen Routinen für den Startabbruch abgearbeitet, wie man dem Funksprechverkehr entnehmen kann. TLT OTC. TLT, go ahead. Could you go ahead and run the MPS Helium reconfig for your checklist? I don't think we got there, so I expect everything is going to be where it's already at. So that's affirmative OTC, not required. Copy, that's 1878. Not, pilot drain was not initiated, that's not performed. Copy, and C-LOX entity on 212, you can go ahead and initiate LOX drain at this time. And critical facing is complete. Copy, C-LOX, you copy? Ja, hier nochmal das Kontrollzentrum. Der NASA-Testdirektor hat uns gerade mitgeteilt, dass alle Routinen jetzt angelaufen sind, um den Flüssiggastreibstoff, den Flüssigsauerstoff wieder aus den Tanks zu entfernen. Die Crew ist inzwischen im noch in ihren Sitzen. Das Hilfsteam ist im weißen Raum und hilft den Astronauten beim Ausstieg. Das ist ein ganz standardmäßiges Verfahren. Und es wurde beschlossen, jetzt 48 Stunden zu warten bis zum nächsten Startversuch. Der wird dann am Dienstag, den 4. Juli, erfolgen um 2.38 Uhr Ortszeit.
During this stand down for 48 hours, we will be und während dieser 48-stündigen Wartezeit wird der flüssige Wasserstoff in den Tanks unterhalb des Nutzlastdecks abgezogen. Liquid hydrogen and liquid oxygen, und es ist so, dass wir dann hier die Brennstoffzellen ja mit diesem Treibstoff bedienen, wenn das Shuttle im Weltraum ist. Also dieser flüssige Sauerstoff und Wasserstoff, der geht in die Brennstoffzellen. Und als Nebenprodukt wird da übrigens das Trinkwasser produziert. Also das wird dann nachgetankt in der Zwischenzeit. Reinhold Ewald, wie erleben Sie das? Ist das jetzt auch wieder eine Frustration, wo Sie sagen, die Profession siegt über die Frustration, oder sagen Sie, Mist, jetzt hat es wirklich nicht geklappt? Ja, die Professionalität muss da siegen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass jetzt schon die Mannschaft die Augen verdreht, aber sie werden es nicht äußerlich zeigen. Heute war es ja nun etwas schneller, auch die Entscheidung abzubrechen als letztes Mal. Trotzdem ist es natürlich schon ein Moment, wenn man dann festgeschnallt ist, wo man denkt, na, hoffentlich geht es dann heute wirklich los. Gut, das ist aber auch Teil dieses Ablaufs, des Countdown, dass zu bestimmten Zeiten eben solche Entscheidungen möglich sind. Wir müssen jetzt auch mal schauen, wo der Countdown hin zurückversetzt wird, was mögliche Startdaten dann in dieser Woche noch sind. Auf jeden Fall sehe ich also die Bereitschaft der NASA und den Willen, auch in diesem Startfenster, den möglichen Tagen, die ja bis 19. Juli dauern, zu starten. Und so früh wie möglich, weil das auch einen Einfluss noch auf die, auf das Programm des Fluges hat. Jetzt müssen wir gerade noch mal sagen, also es ist um 48 Stunden der Start verschoben worden. Das heißt, der Start soll jetzt beginnen um 20.38 Uhr am Dienstag, am 4. Sagen Sie uns, warum das morgen nicht klappt. Ich kann es jetzt nur vermuten. Also das ist wahrscheinlich eine Zusammenspiel aus weiterhin schlechten Wetterprognosen und auch einer Möglichkeit für das Bodenteam, also noch nicht mal die Besatzung, sondern für das Bodenteam, jetzt auch wieder in einen normalen Arbeitsmodus zu kommen. Diese Leute haben extra Stunden gestern, die haben extra Stunden heute geleistet, sind also wirklich extrem belastet gewesen. Und in dieser Situation, wo wirklich jeder Handgriff auch zählt, möchte man ja nicht mit einem übermüdeten oder sonst wie nicht optimal einsatzfähigen Team an einen neuerlichen Startversuch rangehen. Das wurde gestern jedenfalls diskutiert, dass man dann, gegeben, dass die Wettervorhersagen sich nicht verbessern, dann auch auf den Montag verzichtet. Jetzt hat man die Tanks oder wird man die Tanks leer machen. Warum macht man das? Nun, das liegt ganz einfach natürlich daran, dass das kein idealer Aufbewahrungsort ist, dieser externe Tank, dass der natürlich auch dazu führt, dass das Sauerstoff, Wasserstoff in den gasförmigen Zustand übergehen und abdampfen werden. Dafür hat man Behälter, die in der Nähe der Startrampe sind. Dieser Umpumpvorgang wird jetzt eingeleitet. Und in diesen Behältern ist natürlich das doch explosive Gemisch sehr viel besser aufbewahrt als in diesen doch sehr exponierten Tanks des externen Tanks. So, jetzt haben wir mit aller Hoffnung, die wir hatten, und allem Optimismus eben beschrieben, wie es zum Start kommt, wie die Besatzung im Grunde in einem festen, in einer festen Formation über mehrere Stunden in ihre Sitze hineingeschnallt wird, aus denen sie jetzt wieder rausgeholt werden. Gibt es jetzt quasi das Reverse, genau den umgekehrten Vorgang?
mit der gewonnenen Routine von gestern. Ich denke, dass das mehr jetzt mit Ironie oder mit gefasster Miene stattfinden wird. Und vielleicht werden dann Schultern auch gezuckt. Aber ich denke, dass jetzt auch die Besatzung dann früher als gestern aus diesen unbequemen Situationen dann befreit wurde. Was macht so ein Kommandant wie Steve Lindsay, so ein alter Hase, so ein Mann, der ja nun auch schon einiges hinter sich hat, wendet der sich nochmal in der Kapsel an die Crew und sagt, also Jungs und Mädels, jetzt seid mal ruhig, das wird schon was morgen bzw. am Dienstag werden. Ist er da auch so ein Motivator und Beruhiger? Das ist die Rolle, die ihm zufällt. Also ich habe das erlebt, dass wenn eine solche Besatzung zusammengestellt wird, auch die Besatzungsmitglieder sehr, sehr stark auch auf diesen Aspekt Wert legen, dass sie sich gegenseitig motivieren. Und da kommt dem Kommandanten natürlich auch die Führungsrolle zu. Alter Hase bezieht sich weniger auf sein Alter als auf die Erfahrung. Auf die Erfahrung natürlich, wir würden ihn doch nicht. Und wahrscheinlich auch Führungserfahrung in seinen Voreinsätzen. Eine Komponente, die ganz wichtig auch gerade im Hinblick auf die internationale Raumstation ist, dass man also die Besatzung auch in Situationen hereinführt, wo man sagt, jetzt ist nicht nur technisches Können gefragt, sondern jetzt musst du auch als Mensch ein Verständnis haben, wie du dich in dieses Team einbringst, wie du die Stimmungslage, die Arbeitsbereitschaft da auch positiv beeinflussen kannst und an vorderster Stelle natürlich ein solcher Shuttle-Kommandant. Jetzt gehen die Astronautinnen und Astronauten zurück. Sie werden sich jetzt in einer Quarantäne weiter aufhalten. Und was macht man da? Geht man da jetzt zum Kartenspielen? Oder wie bewegt einen die Tatsache, dass man jetzt 48 Stunden wieder warten muss? Diese Quarantäne schottet die Astronauten nach außen ab, damit sie natürlich in bestmöglicher Stimmung und Atmosphäre auch diese Stunden vor dem Start erleben. Das ist eine vielfältige, das sind vielfältige Möglichkeiten. Die einen gehen fliegen, die haben also auch, sofern sie Piloten sind, T-38, diese Übungsjets der NASA zur Verfügung, um vielleicht auch nochmal beim Fliegen ihre Fähigkeiten zu erproben. Die anderen studieren nochmal die Borddokumentation oder entspannen sich einfach. Thomas ist ein Freund von Musik. Ich nehme an, dass er also auch ein bisschen Gitarre spielt, wie man das ja weiß. Ob er da natürlich in Crew Quarters jetzt zur Gitarre greift, das habe ich mir nicht berichten lassen. Aber sicherlich also wird da den Astronauten große Freiheit gelassen, in diesem Trainingslager, wenn ich das mal so sage, dann die für sie optimale Art der Entspannung auch zu finden. Da sehen wir rund um das Shuttle, um den Startpunkt herum, große, schwere Gewitterwolken. Also das ist wohl eine Situation gewesen, wo man sagte, das zieht so schnell nicht wieder weg. Das ist dann auch der Grund des Abbruchs gewesen, ohne dass zu diesem Zeitpunkt jetzt eine weitere generelle Abfrage der Startbereitschaft durchgeführt wurde. Einfach die Nachrichten von den Wetterbeobachtern waren so, dass der Startdirektor dann diese Verantwortliche... So, da sehen wir gerade, wie die Crew, nachdem die Tür wieder aufgemacht worden ist, die Lukentür, jetzt wieder rausgeholt werden. Ja, ja, doch für die Crew, wie Sie sagten, bei aller Professionalität etwas frustrierender Augenblick. Mit den Bildern darf ich mich schon mal bei Ihnen bedanken, Herr Ewald. Thomas gerade, ja. Ja, da ist Thomas Reiter gerade. Wir sehen die deutsche Flagge, die auf dem linken Arm, und die ESA-Flagge, die ich eben angesprochen habe, am rechten Arm. Was man nicht sehen kann, ist das Gesicht im Augenblick von Thomas Reiter. Ein sehr ausgeglichener, mental offenbar extrem stabiler Mensch, aber ärgern wird er sich sicherlich. Er wird sich ärgern, aber er weiß, dass er da auch im Blickpunkt der Öffentlichkeit, vielleicht auch an einer Stelle in der Crew ist, wo er diesen Ärger eben mit den anderen zusammen positiv verarbeiten muss. Er ist übrigens selbst auch in Führungspositionen gewesen bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe, hat er also ein Geschwader auch geleitet. Er kennt also die Möglichkeit auch durch entsprechende positive Ausstrahlung dann zur Motivation und zum guten Gelingen eines neueren Anlaufs dann beizutragen. So, ein etwas erschöpfter Blick von ihm, hatte ich den Eindruck gerade. Wir haben doch noch mal durchhuschen sehen.
Herr Ewald, ganz herzlichen Dank für Ihre Erläuterungen. Zweiter Tag, zweiter Versuch, zweites Mal daneben gegangen. Macht nichts, wir bleiben optimistisch und wir werden weiter miteinander reden. Herzlichen Dank schon mal. Ich gebe zurück zu Karl-Ludwig Peschke. Ja, Anton Johansson, wir reden auch weiter miteinander, machen uns weiterhin das ganze Bild. Bei Phoenix natürlich sind wir dann in 48 Stunden auch mit dabei. Michael Kronz hat es gerade erwähnt, Steven Lindsay, der Kommandant, 45 Jahre alt, Jahrgang 61, so lange sind Sie schon im Geschäft, beobachten die Luft- und Raumfahrt. Haben Sie so einen Nervenkrieg in der ähnlichen Art schon mal erlebt oder gab es da vielleicht schon mal schlimmere Beispiele? Ja, es gab schon Beispiele, da wurde noch öfter verschoben. Also wie gesagt, ich habe das vorhin schon mal gesagt, das ist gar nichts Außergewöhnliches. Das kommt vor und man muss eigentlich zufrieden sein, weil es nur aufgrund des Wetters ist und nicht, weil nun wieder in der Treibstoffleitung Haarrisse sind oder irgendein Ventil klemmt oder irgendeine Schaltung nicht in Ordnung ist. Das wäre 10-mal unangenehmer. Sie werden den Shuttle schon hochkriegen, wenn nicht am Dienstag, dann vielleicht am Mittwoch. Sagen Sie, wir sprachen ja vorhin über den Treibstoff, also den flüssigen Sauerstoff, den flüssigen Wasserstoff. Der muss nun abgepumpt werden. Wird der in die Atmosphäre entlassen oder was passiert damit? Nein, da sind ja spezielle Tanks, da wird das wieder reingepumpt, weil wie gesagt, der ist ja tief gekühlt. Ich glaube, im Bereich von minus 250 Grad so. Grad oder so, also schon extrem kalt, nah am absoluten Nullpunkt. Und das kann man in dem großen Tank nicht so lange stehen lassen. Das verdampft und das gibt Schwierigkeiten mit Vereisung vielleicht. Also das muss schon raus. Also das wird wiederverwendet. Das kommt dann wieder in den Tank und richtig. Bis es dann endlich losgeht. Bis es dann endlich losgeht und wir hoffen, dass das nun am Dienstag dann endlich klappt. Nicht? Wir sprachen ja vorhin schon mal über die Zukunft, über die Phase der Weltraumfahrt nach dem Space Shuttle. Sie haben kurz erzählt über ein neues Fluggerät, das jetzt entwickelt wird. Ist das ähnlich, weiß man das schon, ist es ähnlich wetterabhängig in der Startphase, wie es der Shuttle zurzeit ist? Ja, bei der Starterei wird sich nicht viel ändern. Die werden auch auf Cape Canaveral starten, im Kennedy Space Center, und sind genauso von dem Wetter abhängig wie jetzt der Shuttle. Das ist nicht zu ändern. Mich hat bloß schon immer gewundert über die Jahre, dass die Russen da sehr viel robuster sind mit ihren Soyuz-Raketen. Die Baikonur, da sagen sie, ja, das spielt für uns keine Rolle. Wir starten bei minus 40 und wir starten bei plus 40. Nicht? Und man, wenn man es über die Jahre beobachtet hat, man kann auch sehen, wenn die Russen sagen, wir starten dann und dann um die Uhrzeit, das treffen die also zu 80-90%. Während beim Shuttle, wenn man da wahrscheinlich eine Relation zieht, die Prozentzahl ganz erheblich weiter unten liegt. Noch zwei Gedanken zur Shuttle-Technik und zu den Russen. Schauen wir zurück, Kalter Krieg. In der Zeit haben ja nicht nur die Amerikaner ihr Shuttle entwickelt, sondern plötzlich kam die Sowjetunion damals mit einem Gerät auf den Markt, sagen wir mal. Das Modell hieß Buran, sah dem Shuttle aber doch sehr ähnlich, wurde aber nicht eingesetzt. Warum? Wegen dieser Schwierigkeiten? Das Ding ist einmal um die Erde geflogen und zwar vollautomatisch und unbemannt. Und dann haben sie das zurückgezogen, haben sie es in den Schuppen gestellt und die riesige Rakete, die sie hatten, der Unterschied war der, dieser Buran saß oben auf einer riesigen Rakete. Der hatte also nicht diese komplizierte Andockung und verbrannte den Treibstoff, sondern er saß oben drauf als Nutzlast, dann wurde die Rakete abgeschmissen und dann flog der alleine. Und das war wohl doch zu teuer und zu aufwendig für die Russen. Das war einfach ein Prestigeobjekt. Die haben gesagt, die Amerikaner haben einen, wir brauchen auch einen. Wir sind ja im Weltraumwettlauf und müssen unser System verteidigen im Prestige und im Ansehen international. Und das hat aber dann nicht mehr funktioniert. Es sind auch Gerüchte, dass der Buran selber nicht so ganz optimal da funktioniert hat und wieder runtergekommen schon, aber es gab Schwierigkeiten. Ja, aber es gab doch Überlegungen, ich habe da im letzten halben Jahr einiges gelesen, dass man auf nun nicht mehr sowjetischer, aber russischer Seite überlegt hat, die Buran-Technik doch nochmal hervorzuholen. Stimmt das? Ja, das gibt immer wieder, bei den Russen gibt es immer viele großartige Pläne und die haben also alle möglichen Vorschläge auch gemacht, auch Kooperation mit den Amerikanern. Das schon Gorbatschow hat schon den Amerikanern vorgeschlagen, lasst uns doch zusammen zum Mars fliegen. Wir tun unsere Fähigkeiten zusammen, unsere Moneten und dann fliegen wir zusammen zum Mars. Aber die Amerikaner haben das immer sehr dilatorisch behandelt und sind im Grunde nie darauf eingegangen. Die sind jetzt nur bereit, also etwas mehr sich da zur Zusammenarbeit zusammenzufinden, weil bei ihnen auch die Finanzen doch sehr knapp werden. Und auch der Einsatz dieser russischen Soyuz-Kapsel dauernd zur Versorgung der
der Internationalen Raumstation, der ist auch in diesem Zusammenhang zu sehen. Sie mussten jetzt auch diese Kapsel kaufen, weil die Russen sagen, wir können das nicht ständig umsonst zur Verfügung stellen. Nur das Problem ist... Das müssen Sie mal ganz kurz erklären. Die Amerikaner kaufen eine russische Weltraumkapsel, um sie zu benutzen? Ja, die fliegen mit dieser Soyuz-Kapsel, die ja die internationale Raumstation jetzt, so lange wie der Shuttle nicht flog, sowieso nur alleine versorgen konnte und auch nur Mannschaften austauschen. Die flogen die Russen bis zu einem gewissen, ich glaube Ende 2005 oder 2004, im Rahmen eines internationalen Vertrages. Und dann haben sie gesagt, so, wenn ihr jetzt mit unserer Kapsel rauffliegen wollt, dann bezahlt sie uns, nicht? Und dann gab es noch einen großen politischen Knatsch mit den Amerikanern, weil die ein Gesetz haben, dass also die Benutzung von amerikanischer Technologie durch die Russen verbietet und dann wieder Rückwirkung hat von russischer Seite. Aber das wurde dann von Bush beiseite gelegt, weil man sonst eben keine Möglichkeit hat, die Raumstation anzufliegen. Und die Russen können ja auch sehr stur sein. Die sagen, dann ist aus und dann seht, was er macht, nicht? Wie sie sich bei den Weltraumtouristen durchgesetzt haben. Die haben gesagt, wir fliegen also vor ein paar Jahren den Tito für 20 Millionen rauf. Wir brauchen das Geld für unsere Raumfahrt. Die Amerikaner haben Zeta und Mordio geschrien. Und die Russen haben gesagt, das interessiert uns nicht. Wir fliegen den rauf und holen den wieder runter. Und inzwischen waren ja schon andere oben. Und da sind sie also auch ganz harte Verhandlungspartner und wissen genau, ihr Schäfchen da auch ins Trockene zu bringen und ihre Interessen durchzusetzen. Ganz herzlichen Dank. Bis dahin. In zwei Tagen sprechen wir weiter. Schönen Dank, Herr Johansen. Ja, meine Damen und Herren, und, wir haben natürlich jetzt eine etwas frustrierende Situation. Zweimal probiert, zweimal misslungen. Hinter mir, da unten im Kontrollzentrum, das Sie sehen können, da haben einige schon ihre Taschen wieder zusammengepackt. Da gab es Schulterzucken. Natürlich ist man darauf vorbereitet, natürlich sieht man das professionell, aber man hatte gehofft, heute klappt es mit dieser kleinen Lücke am Himmel. Und wir hatten Ihnen heute erklärt, zu Beginn der Sendung, kurz nach 6, wie denn eigentlich das Ziel dieser Mission aussieht, nämlich die ISS. Und Conny Cimoch in Köln-Porz im Astronautentrainingszentrum der europäischen Astronauten hatte das erklärt. Und sie hat sich eben gemeldet und gesagt, ich habe einen ganz besonderen Gast, Conny, wer ist es denn? Bei mir ist Ulf Merbold, gerade zurückgekommen vom Segelfliegen, eigentlich hier gefeiert und vorbereitet auf eine Feier, nämlich die Feier um den Start der Discovery und Thomas Reiter, das Beginn der Mission zu feiern. Ulf Merbold, waren Sie selber, Sie sind ja der Grand Seigneur sozusagen unter den deutschen Raumfahrern, waren Sie selber schon mal in so einer Situation, dass Sie schon gelegen haben und dann wieder raus mussten? Nein, aussteigen musste ich nicht, aber bei meinem zweiten Start wurde der Start auch verschoben und zwar auch wegen Wetter. Und wir mussten dann statt 2 Stunden, das ist sozusagen die nominelle Zeit, die man durch die letzten Teile des Countdowns wartet, 3 Stunden warten. Und das war schon auch sehr misslich, denn es ist ja körperlich nicht besonders komfortabel liegen mit dieser Ritterrüstung, genannt Raumanzug, ausgerüstet, zu harren, aber vor allem natürlich auch im Kopf. Man wartet schon darauf, dass es losgeht. Und wenn es dann eben zum Aussteigen kommt oder wie in meinem Fall, man wartet, dass das Wetter sich bessert und weiß es nicht, bessert sich es tatsächlich oder nicht, das ist schwierig. Sie sind seit 2 Jahren nicht mehr im Chor der ESA, aber natürlich noch innerlich verbunden und werden es auch immer bleiben. Jetzt sind Sie weiterhin Fluglehrer, sind also sozusagen dem Fliegen und der Raumfahrt weiterhin verbunden. Auf der anderen Seite haben Sie auch sehr viel gearbeitet dafür, dass die Experimente, die auf der ISS bearbeitet werden, dass die von der Industrie gegeben werden und umgekehrt, dass die auf der anderen Seite angenommen werden. Was bedeutet das für die Experimente, wenn jetzt die Starts verschoben werden? Na gut, für die, sagen wir mal, medizinischen oder Life Science Experiments, Experimente, die sich meinetwegen mit Bakterien oder irgendwelchen lebenden Organismen beschäftigen. Und dabei weiß ich nicht genau, ob der Thomas solche Experimente überhaupt dabei hat. Da bedeutet das natürlich, dass man dann neue biologische Materialien bereitstellen muss. Das, was da jetzt im Shuttle geladen ist,
Das ist dann aller Wahrscheinlichkeit verdorben und muss dann am nächsten, übernächsten Tag, je nachdem, wenn der nächste Start tatsächlich passiert, durch frisches Material ersetzt werden. Bei den materialwissenschaftlichen Experimenten ist es nicht so wichtig. Bei den astronomischen, da kann man es dann umplanen, weil da spielt natürlich Tag und Nacht eine wichtige Rolle. Aber das sind solche Änderungen, die relativ schnell durch Experten auch bewältigt werden können. Wir haben ja immer gesagt, es sind so circa 6 Monate, die Thomas Reiter an Bord der ISS sein wird. Bedeutet die Verzögerung auf Startseite auch gleichzeitig eine Verzögerung auf der Rückkehr beim Rückkehrdatum? Nicht notwendigerweise, denn die Rückkehr, die unterliegt ja dann auch wieder den Anforderungen der Orbitmechanik, dass sie dort oben, also wenn die ablösende Besatzung kommt, unter bestimmten Lichtbedingungen andocken sollen und so weiter. Und man kann dann nicht einfach, wenn jetzt der Start verschoben ist, wie so ein Dominoeffekt um die gleiche Stundenzahl die Rückkehr auch verschieben. Also das, denke ich, wird eher dazu führen, obwohl man das auch erst nochmal genau prüfen muss, dass die Flugzeit dann um diese 2 Tage sich für Thomas verkürzt. Aber man selbst bei der Rückkehr, bevor die ablösende Besatzung hinaufgeht, kann es auch zu Komplikationen kommen. Und wir müssen ihm jetzt ganz fest die Daumen halten, dass nun der nächste Anlauf für den Start funktioniert und genauso natürlich auch die geplante Rückkehr so wie geplant stattfinden wird. Wir haben gerade eben von Mentaltechniken gehört, die man durchaus durchexerzieren kann, um dem Team keinen Schaden zuzufügen, damit es wirklich weitergeht, auch in 2 Tagen mit derselben Einstellung. Trotzdem 2 Tage zu warten, ist selbst für einen trainierten Mann, der Jahre darauf hingearbeitet hat, schon 48 Stunden. Wieder dieselbe Routine, immer wieder dasselbe. Ist das nicht ein bisschen nervig? Naja, also angenehm ist das ganz gewiss nicht. Rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln, den Anzug wieder ausziehen und am nächsten Tag dann wieder anziehen und prüfen. Aber machen Sie sich mal keine Gedanken. Der Thomas, der macht das. Und wenn das auch noch 3 oder 4 oder 5 Mal passiert, da brauchen Sie keine Bedenken haben, das wird gut werden. Wunderbar. Und mit diesen beruhigenden Worten gehen wir zurück hier vom European Astronaut Center, vom Europäischen Astronautenzentrum in Köln-Porz auf dem Gelände des DLR nach Oberpfaffenhofen. And we see the astronauts now departing the pad in their astronaut van. And they will be taken back to their crew quarters where they will spend the next 2 nights still on Earth following our scrub activities today. Again, to recap, we did have issues with the weather all day long. And there were no technical issues that were being addressed by the launch team. It was purely a situation having to do with the local weather at Kennedy Space Center, where the cloud thickness rule was being violated. There was lightning in the area, there was rain showers in the area, and that continues even now as we speak. The astronauts are going back to their crew quarters. The next launch attempt has been determined to be on Tuesday, July the 4th, at 2:38 p.m. Eastern Time from Kennedy Space Center's Launch Pad 39B. We'll begin live launch commentary at 8:30 a.m. Right now, we're also planning for a press conference that will be carried live on NASA TV. Looking for Mission Management Team Chairman John Shannon, as well as Mike Leinbach, the launch director, to participate in this press conference that will be approximately 3 p.m. Eastern Time from the Kennedy Space Center. So a press conference is scheduled at 3 p.m. Eastern Time from the Kennedy Space Center to address the fact that we had to scrub today, also to address any issues having to do with our 48-hour turnaround sequence and what we'll be doing to the vehicle
and with the vehicle over the next 2 days. Ja, also erstmal herzlichen Dank, Konnichimoch, dass du vor Ort gewesen bist und uns diese Informationen noch gegeben hast. Ulf Merbold auch noch rechtzeitig zurückgekommen ist vom Fliegen. Die Situation vom Fliegen ist da sicherlich für das Segelfliegen sehr viel angenehmer als in Cape Canaveral. Da könnte er wahrscheinlich auch kein Segelflugzeug mehr bewegen bei diesen Wolken, die wir da gesehen haben. Ganz herzlichen Dank nach Köln-Porz und wir werden sicherlich zum europäischen Zentrum für die Ausbildung der Piloten und Astronauten noch mal zurückkommen in den nächsten Tagen. Danke, Conny. Und ich gebe rüber zu Karl-Ludwig Peschke. Ja, und weiter noch ein bisschen Gespräch, denn wir möchten die Zeit bis 20 Uhr bis zur Tagesschau nutzen und das Ereignis, das, was wir heute und gestern erlebt haben, noch ein bisschen vertiefen. Herr Johansen. Moment, wir haben gerade ein Mikroproblem. So. Darf ich Ihnen das so geben? Gerne, ja. Mein Mikrofon ist kaputt. Ich höre gerade auf die Regie. Da gibt es ein neues Mikrofon. Herr Johansen, Sie waren ja nun oft selbst in Cape Canaveral im Kennedy Space Center. Erstmal die Frage, die einen reden von Cape Canaveral, die anderen von Kennedy Space Center. Wo ist da der Unterschied? Das ist ganz einfach. Cape Canaveral ist eine geografische Bezeichnung. Das hatte man im ersten Feuer der Begeisterung in Cap Kennedy umgetauft, aber die Anwohner sind Protest gelaufen, weil das ist eine alte, ehrwürdige Bezeichnung. Das wurde wieder zurückbenannt in Cape Canaveral. Und die NASA hat auf Cape Canaveral ihr Kennedy Space Center. Das ist eben der Weltraumbahnhof, genau wie in Houston das Lyndon B. Johnson Center ist. Und ja, das ist der ganze Unterschied. Also Cape Canaveral ist diese Halbinsel, hätte ich bald gesagt, ja, und das andere ist die Bezeichnung der NASA für ihr Abschussgelände. Man muss da, glaube ich, unterscheiden. Das ist einmal Cape Canaveral, das Abschussgelände. In Houston ist die eigentliche Zentrale der NASA. Warum hat man das getrennt? Das hat man, wenn man es genau sagen will, aus innenpolitischen Gründen getrennt, weil Lyndon B. Johnson auch für öffentliche Gelder für nach Houston haben wollte, weil er von dort unten kommt. Und da hatte er ein gewisses innenpolitisches Interesse, dass man das da hinsetzt. Man hätte das alles auf Cape Canaveral belassen können, aber das gibt es ja hier bisweilen auch in ähnlichen Situationen. Nun ist es ja ein riesiges Gelände, es sind sehr, sehr viele Menschen dort bei der NASA beschäftigt. Es ist ein wichtiger Arbeitgeber. Wie weit ist Florida abhängig von der Weltraumfahrt? Ich meine, das ist ein wichtiger Arbeitgeber, aber wenn Sie daran denken, dass auch ein riesiges Disney Center und da sind sehr viele Strände, dann haben Sie in Miami dieses Ozean-Aquarium und die könnten also wahrscheinlich sich mit dem Tourismus auch schon sehr gut über die Runden retten. Also Florida geht nicht ein, wenn die das Center zumachen, aber dafür besteht überhaupt keine Notwendigkeit und auch keine Aussicht. Warum sollten sie? Gut, kommen wir zurück auf das Thema Weltraumfahrt. Wenn man sich auf die Webseite von der NASA begibt, nämlich nasa.gov, da gibt es unheimlich viele Informationen, auch über diese Mission, über die wir jetzt reden, über STS 121. Da wird auch genau nochmal beschrieben, wie der Countdown abläuft und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, die NASA ist sehr bemüht, sehr, sehr viel in die Öffentlichkeit, auch Details in die Öffentlichkeit zu tragen, dem interessierten Betrachter, dem interessierten Internetnutzer zur Verfügung zu stellen. Wie war das in den Anfangszeiten der NASA in den 60er Jahren? War das auch schon eine solche Offenheit? Ja, da war der Zwang noch nicht so groß, denn wir müssen ja sehen, die Amerikaner sind ja nicht zum Mond geflogen, weil plötzlich die Wissenschaftler eine Revolte gemacht hätten und sagen, wir müssen unbedingt den Mond erforschen, sondern die Amerikaner sind zum Mond geflogen, um die Sowjets zu übertrumpfen. Das war ja der Sputnik-Schock am Anfang, das 58. ausgerechnet 57. Recht haben Sie. Dass ausgerechnet die Russen der führenden Technologiemacht der Welt, die sich als solche empfand und wahrscheinlich zu Recht, eins übergebraten haben. Nicht? Und dann war am Anfang noch die Rede, ja, das ist ja Küchenwecker-Technologie und das ist alles, das taucht alles nichts. Dann haben sie auch noch den ersten Menschen, der je in den Weltraum drang, den Juri Gagarin, ins All geschickt. Und das war kein Amerikaner, das war ein sowjetischer Fliegermajor. Das war der nächste Schlag.
Und da haben und die Sowjets haben das ja in aller Welt ausposaunt. Das ist die Überlegenheit unseres sozialistischen Systems über diesen abgelebten Kapitalismus. Und das ist alles, wir sind die führende Macht. Und das hat natürlich die Amerikaner in ihrem Selbstbewusstsein schwer getroffen. Und da hat der Kennedy diese Verpflichtung eingegangen, wir müssen in diesem Jahrzehnt, das waren die 60er Jahre, noch zum Mond fliegen. Und da konnte die NASA so viel Geld beziehen, wie sie nur wollte. Das war ganz eindeutig. Alles, was die brauchten, wurde denen gegeben. Und dann haben goldene Zeiten. Goldene Zeiten, ja. Also da spielte das keine Rolle. Und dann, als sie oben gewesen waren, war der von Braun so im Schwung, da hat er gesagt, ja, wir werden in den 70er Jahren werden wir bemannte Forschungsstationen haben wie in der Antarktis auf dem Mond. Und in den 80er Jahren setze ich auf meine Mondrakete eine nukleare Oberstufe, die hieß Nerva. Und die bringt dann die Astronauten zu Mars. Das war also in den 80er Jahren zu Mars. Keine neuen Ideen, es gibt nichts Neues auf dieser ja, Welt. Ja, aber dann war eben der Wettlauf aus, der Mond war erreicht und da fiel sofort nicht nur das, da fiel schon das Interesse in der Öffentlichkeit stark ab. Schon bei den späteren Mondflügen insgesamt sind ja 6 Mannschaften gelandet. Bekamen die großen Fernsehanstalten bekamen wütende Proteste, wenn sie die live übertrugen und nicht die großen Baseball- oder Footballspiele. Die waren den Leuten schon wichtiger. Die wussten jetzt, sie waren auf dem Mond gewesen, aus, vorbei, forget it und back to normal. Wir wollen unsere Fußball-Weltmeisterschaft sehen, hätte ich bald gesagt. Nicht? Ja. Also etwas Vergleichbares drüben. Und der Kongress sagte auch, also 25 Milliarden Dollar, das war in dem Währungsstand der 60er Jahre. Also ich bin kein Ökonom, aber das wären jetzt wahrscheinlich 100, 150 Milliarden Dollar. Die sagten, nee, lieber Werner von Braun, das ist uns zu viel, vergiss mal. Und von da an musste die NASA natürlich auch sparen und musste auf die Dollars gucken. Und darum, seither hat sich das nie so wesentlich mehr geändert. Aber in schwierigen Zeiten ist Weltraumfahrt in den USA ja auch ein Motivationsfaktor, wenn man, wie Bush jetzt auch, wieder neue Ziele setzt, zum Mond wieder und dann eben zum Mars, hat das ja auch eine innenpolitisch integrative Funktion. Ja, aber man hat auch eine ziemlich starke Fraktion, die dagegen ist. Eine leichte Mehrheit ist wahrscheinlich dafür, weil man auch, ja, man muss es sagen... Das amerikanische Denken, New Frontier... Ja, aber man muss ja auch sagen, und das ist ja auch gerechtfertigt, dass diese bemannte Raumfahrt hat ja auch eine irrationale Komponente. Das ist genau wie die Menschen auf dem Mount Everest klettern. Warum sollen, was wollen sie da oben, nicht? Das ist die Neugier, das ist der Drang, da ist es, wir können hingehen, vielleicht, wir müssen mal gucken, was da ist, nicht? Und das ist natürlich im Fall der bemannten Raumfahrt ein außerordentlich teures Vergnügen. Shuttle-Start kostet 500 Millionen Dollar. Und aber trotzdem ist das da, nicht? Und da ist auch ein bisschen von, wie Sie so sagen, Pioneer Spirit ist immer noch da. Die sagen, nein, wir fliegen zum Mars und wir müssen das tun. Und für Leute wie Bush oder so ist das natürlich auch ein Denkmal. Alle gucken so ein bisschen auf Kennedy, weil Kennedy der Mann der Mondlandung ist, der die Leute verpflichtet hat, die Amerikaner. Und jetzt versuchen sie sich eben mit der Marslandung auch gewissermaßen ein Denkmal zu setzen oder einen Platz im Geschichtsbuch, wie es immer so schön heißt, zu sichern. Schön, dass wir auch noch ein bisschen über Weltraumpolitik miteinander reden konnten. Geben wir ab zu Michael Kruns, der hat einen alten Bekannten mittlerweile hier am Set. Also alter Bekannter, Dr. Klaus Wittmann, der Chef des Hauses hier. Und alter Bekannter bezieht sich natürlich auf unsere Versuche, gestern diesen Start möglich zu machen und darüber zu berichten. Nun hat es heute nicht geklappt. Ich habe eben hinter uns gesehen, unten im Kontrollzentrum, da wurden die Taschen wieder zusammengepackt, Achselzucken. Das ist für die Profis natürlich normaler Ablauf hier, aber ein bisschen frustriert sind die natürlich. Also das ist normaler Ablauf, wir kennen das, wir haben das häufiger. Aber Sie haben recht, wir freuen uns, wenn der Start klappt. Und wir müssen diesen Start möglichst bis zum 19. Juli gemacht haben. Und insofern ist das wichtig, dass es irgendwann funktioniert. Also irgendwann kommt der Zeitdruck. Aber sagen Sie uns vielleicht noch ein bisschen was hier über Oberpfaffenhofen. Das wird nicht jedem ein Begriff sein. Was findet in Oberpfaffenhofen hier in der deutschen bzw. europäischen Kontrolle statt? Also hier sind wir im Deutschen Raumfahrtkontrollzentrum. Und zunächst mal ist das ein Satellitenkontrollzentrum. Hier werden zum Beispiel Satelliten für die Erdbeobachtung überwacht und gesteuert. Damit kann man sehen, wie sich die Erde entwickelt, wie sich die Umwelt entwickelt, wenn Katastrophen passieren, Überschwemmungen, wie das aussieht. Hier werden astronomische Satelliten
betreut, aber auch ganz kommerzielle Fernsehsatelliten. Zum Beispiel, wenn Sie HDTV-Programme schauen wollen, dann sind Sie auf Satellitentechnik angewiesen. Wenn Sie normale Astra-Programme sehen in Ihrem Fernsehen, also zum Beispiel diesen Sender, da werden Sie Satelliten haben, die mit unserer Software gesteuert werden aus Luxemburg. Das heißt also, wir verdienen auch Geld mit Raumfahrt. Weil jetzt immer gesagt wird, da werden ja Milliarden in die Luft geblasen. Das ist so nicht richtig. Also in diesem Zentrum sind etwa 3/4 der Mittel, die hier kommen, von außen kommerzielle Mittel. Nur 1/4 ist etwa öffentliches Geld, das wir für die Mission des deutschen Raumfahrtprogrammes, dann für die wissenschaftlichen Satelliten verwenden. Eine ganz weite, wichtige Aufgabe der Zukunft ist Galileo. Hier wollen wir das europäische Navigationssatellitensystem von hier aus überwachen und steuern, gemeinsam mit einem Zentrum in Fucino in Italien. Und dann kommt natürlich die Kombination mit der bemannten Raumfahrt dazu. Und das macht dieses Zentrum einmalig in Westeuropa, diese Kombination von Satellitenbetrieb und bemannter Raumfahrt. Hinter uns sehen wir noch einige der Kollegen von Ihnen und Kolleginnen unten, von denen ich eben behauptet habe, alle haben ihre Tasche gepackt. So ist es natürlich noch nicht. Sie haben verschiedene Kontrollzentren hier. Was machen die dort unten? Die sitzen an Schirmen und überwachen. Da sind ungeheuer viele Zahlen drauf. Gott sei Dank auch mal oben rechts ein Bild vom laufenden Programm in Phoenix. Was machen die Kollegen hier unten und wo kommen die her? Also die schauen sich zunächst erstmal den Status der Raumfahrzeuge an. Hier hinter uns ist in der Tat der Kontrollraum für diese Mission, die jetzt nicht stattfindet. Also die Leute haben jetzt Feierabend. Die klären jetzt, wie es weitergeht am Dienstag und werden dann für heute ihre Aufgabe beenden. Uns gegenüber ist der Satellitenkontrollraum und die Arbeit sieht so aus, dass Daten vom Satelliten empfangen werden, zum Beispiel über große Antennen, Durchmesser 15 bis 30. Die wir vor dem Haus gesehen haben. Nein. Die sind in Weilheim, hier in der Nähe, in Oberbayern, und haben einen sehr viel größeren Durchmesser. Also die größte hat 30 Meter Schüsseldurchmesser, also im Vergleich zu ihrer Hausantenne doch schon ganz erheblich. Die Arbeitspferde so um die 15 Meter. Die empfangen Funksignale von den Satelliten, setzen die in Datenströme an und dann werden sie über eine Glasfaserleitung hierher geschickt und die Rechner analysieren das. So ein Satellit schickt ungefähr 16.000 Messwerte über seinen Zustand, ob alles funktioniert. Das kann ein Mensch gar nicht mehr analysieren. Das heißt, da ist ein Rechner dran, der schaut, ob alles in Ordnung ist. Und wenn alles grün ist, dann findet Routinebetrieb statt, dann sagt der Betriebsingenieur, was der Satellit in den nächsten 24 Stunden tun soll und schickt ein entsprechendes Kommando über dieselben Antennen zum Satelliten nach oben. Was sind das für Leute mit welchen Ausbildungen? Sind das alles Luft- und Raumfahrtingenieure oder sind das Informatiker? Also wir haben einen sehr breiten Mix. Wir haben in der Tat Luft- und Raumfahrtingenieure, wir haben Informatiker, Mathematiker für die Bahnberechnungen, aber wir haben auch Chemiker, mich zum Beispiel. Ich bin etwas außer Art geschlagen. Ich habe Verfahrenstechnik gemacht und mal einen chemischen Reaktor in frühen Zeiten an einen Computer angeschlossen. Und genau die Fähigkeit braucht man in der Raumfahrt auch. Wir schließen Satelliten an einen Computer an, um sie zu steuern. Und das ist also auch ein Wissen, das man hier gebrauchen kann. Herr Wittmann, ich bedanke mich erstens für gestern, zweitens für heute und drittens auch für die zukünftige Zeit, denn wir wollen mit Ihnen nicht nur in Kontakt bleiben, sondern auch hier im Hause immer wieder sein, nämlich jeden Freitag eine Sendung hier produzieren bei Ihnen. Herzlichen Dank schon mal für die letzten zwei Tage, die wir erlebt haben. Wir drücken alle gemeinsam den Daumen, dass es am Dienstag klappt. Dankeschön schon mal. Ja, und mein Kollege Karl-Ludwig Peschke wird noch einmal vielleicht in die Historie schauen. Wir wollen jetzt ein bisschen, das konnten wir gerade nicht, über Geld sprechen. Luftfahrt ist ein großes Geschäft, Raumfahrt auch. Es gibt ja nun auch Bestrebungen, und da müssen wir uns ganz kurz halten. Ich höre gerade von der Regie, wir haben noch eine Minute. Es gibt auch die Möglichkeit, oder es gibt Bestrebungen, kommerziell Raumfahrt zu betreiben, außerhalb von NASA und Roskosmos. Wie sieht das aus? Ja, also unbemannt ja sowieso, Nachrichtensatelliten etc., die sind ja längst Eigenläufer, ein großes Geschäft. Aber es gibt jetzt auch die Bestrebung, bemannte Raumfahrt außerhalb der NASA zu treiben. Da gab es ein Preisausschreiben, der Krämer-Preis für 10 Millionen, den hat ein Amerikaner gewonnen. Der besteht darin, um die 10 Millionen zu kassieren, dass man ein
kleines Raumfahrzeug bauen muss. Das muss 100 Kilometer oben nach oben fliegen können, also eine ballistische Kurve, nicht einmal um die Erde. Und da 3 Minuten fliegen und dann wieder runterkommen. Und das ist schon geflogen. Und so, das geht jetzt weiter auf der Richtung. So, und da müssen wir jetzt leider zum Ende kommen. Die heilige Zeit, 20 Uhr, die Tagesschau. Wir werden uns am Dienstag auf jeden Fall wiedersehen. Und Michael Grunz? Tja, Dienstag werden wir uns wiedersehen. 20.38 Uhr ist die neue Startzeit. Und wir versuchen natürlich alles zu tun, um Sie darüber zu informieren, ob es klappt. Wir sind live hier in Oberpfaffenhofen. Und wenn Sie zwischendurch Informationen haben wollen, so werden wir Sie informieren. Sie bleiben ja ohnehin bei Phoenix. Und wenn Sie nicht bei Phoenix reingucken, gucken Sie mindestens mal in den phoenix.de, also auf unsere Website. Und da werden Sie alle Informationen auch zur Raumfahrt hier finden. Vielen Dank schon mal für Ihr Interesse. Guten Abend. Die NASA hat den Start der Raumfähre Discovery erneut verschoben. Grund dafür seien die schlechten Wetterbedingungen in Florida. Bereits gestern war ein Startversuch abgebrochen worden. Die Discovery soll unter anderem den deutschen Astronauten Thomas Reiter zur internationalen Raumstation ISS bringen. Der Raumfähre Discovery ist erneut verschoben worden. Der deutsche Thomas Reiter und die 6 anderen Astronauten waren bereit für die Reise zur Raumstation ISS. Aber dann war das Wetter doch, wie schon gestern, zu schlecht für einen Start. Ein neuer Versuch ist für übermorgen geplant. Wettläufe, die die US-Raumfahrtbehörde NASA im Moment zu bewältigen hat. Den Wettlauf gegen die verrinnende Zeit und den gegen das Wetter. Bis zum 19. Juli müsste die Discovery starten und das Wetter gewährt pro möglichem Starttag nur noch Minuten, bis, wie heute geschehen, die nächste Gewitterfront aufzieht und alles wieder abgeblasen werden muss. Aus Cape Canaveral, Thomas Bertner. Es gibt keine Hoffnung, dass das Wetter noch besser wird. Mit diesen Worten stoppte die NASA auch den zweiten Versuch, die Discovery zu starten. 2 Stunden zuvor hatte Thomas Reiter noch gehofft, dass die Weltraumfähre ihn erfolgreich zur internationalen Raumstation ISS bringen würde. Der Flug der 7-köpfigen Crew soll auch genutzt werden, um die technischen Verbesserungen am Shuttle zu testen. Vor allem die anfällige Schaumstoffisolierung des Haupttanks, die vor 3 Jahren zum Verlust der Weltraumfähre Columbia geführt hatte, wurde seitdem wesentlich verändert. Wir haben 14 Kameras an Bord, die vom Moment des Abhebens bis nachher in den Orbit verfolgen, was alles passiert und welche Effekte zusätzlich auftreten, sodass wir den nächsten Flug noch besser machen können. Nachdem die Discovery auch am zweiten Tag am Boden blieb, haben die Astronauten und NASA-Techniker jetzt einen Tag Pause. Erst am Dienstag soll es wieder einen Startversuch geben. Bis zum 19. Juli hat die NASA noch Zeit, die Discovery zu starten. Danach ist die internationale Raumstation erst ab Ende August wieder erreichbar. Good afternoon and welcome to the Kennedy Space Center and to our launch postponement press conference. I have with me today John Shannon, who is the Deputy Manager of Space Shuttle Program, as well as the Chairman of the Mission Management Team. And Mike Leinbach, who is our Shuttle Launch Director. And we have with us also Lieutenant Caleb Nordgren, who is from the 45th Space Wing Weather Squadron. And I'll open it up today for John and Mike and Lieutenant to make opening statements, then we can take your questions. John? Okay. Thanks, Bruce. And, you know, I would first like to say that that I'm just extremely proud of the team. And Mike's going to give you all of the details about the plan for the next 48 hours and maybe for the rest of this week. As far as what happened yesterday and today, the team really performed in an exemplary fashion and got the vehicle ready to go and the crew ready to go. And just that one thing that we really don't control, the weather, is what kept us from launching. But it was a little bit questionable this morning during the tanking briefing yesterday. When we came in for the weather brief, we thought that a lot of that thunderstorm activity that was in the central Florida area would be depressed to the south, and that those anvils would miss our launch site. That didn't happen. When we came back in this morning, the weather forecasters were a little more pessimistic, but we thought that, you know, as variable as it is, that we should go ahead and tank and see what we would get. Well, it became very obvious about 3 hours ago that the weather was just not going to cooperate with us today. And Mike Leinbach, as the launch director,
he's really looking strategically across the week to maximize the mission success and our opportunities, and he had the suggestion that if it's really not going to be good today, and if we're really not going to have an opportunity to launch, that the correct action would be to stop the count early, go ahead and get the crew out, drain the tank, and allow the ground team to go out to the pad, start turning the vehicle around, and reload the cryogenic hydrogen that feeds the fuel cells. And the reason we want to do that is because we would really like to get that 13th day, that extra day on orbit. And if I did not reload the fuel cells, the fuel cell cryo, when we came back when I came back on Tuesday, I would not have that ability to get that 13th day. And those of you that have been familiar with the mission, that would mean that I would not get my third EVA. And so since it was very clear that we were not going to go today, we had a quick tag up on the weather loop with the launch weather folks and the landing weather folks. It was clear that today was not a good day, and that we should maximize our chance of getting out, getting a restart on Tuesday, really with full cryo tanks, and allow us to maximize our mission. There are some details that we went through in our scrub turnaround meeting. It is all normal work, I would say, that we expect to do in any kind of scrub turnaround. We have two payloads that if we scrub for 48 hours, we were going to plan to swap out. One of them is the fruit fly payload. The other one is the microbiological culture payload, just things that we need to change out if you scrub. And so I'm looking forward to coming back on July 4th and trying this again with a good vehicle that has really behaved really well during the count, and we'll have full cryo tanks that'll maximize our chances of getting the full mission. And for the details, I think Mike, that's where you step in here. Okay, thanks, John. John really summarized it really, really well. This morning on console, as the clouds were forming along the east coast and a few south of us, we had a pretty good shot at launching today, I'd have to say. There was an area that was fairly clear south and west of us. It looked like it was moving towards us from the south, and we thought the timing of that open area might be just right to allow us to have an opportunity today. Cale will go through the dynamics of what happened to that open area and how quickly it blossomed into some threatening thunderstorms. And when it did, I was in communication with Steve Stitch, the Ascent Entry Flight Director at JSC, and he and I both came to the same conclusion at really the same time that we were not going to get off the pad today. And that was in the noontime, noon 30 kind of time frame today, and it was at that time that I went over and talked to John and said, you know, if we're really not going to fly today, the best thing for the program is to scrub early and allow our ground teams to go out to the pad, drain the vehicle, go out to the pad, and reload the hydrogen for the fuel cells. We do that in a two-day scrub turnaround, thus the 48-hour. And in that plan that we have had in our procedure for quite some time, that we haven't executed for quite some time, but the plan has been there, it's a very, very tight, it's a tight plan to get all that work done in 2 days. And so every hour that we can add to that capability increases our chances of success. And so scrubbing two and a half hours early, whatever it actually was, or two or two and a half hours, that increase our chance of getting to a Tuesday morning attempt with a full cryo load on board. And so we proposed that to John as the mission management team chairman, and he accepted that recommendation, and we scrubbed. So we're into that plan now. The vehicle is being drained. Once it's drained, we'll rotate we'll make the rotating service structure around the vehicle and start gaining access to the servicing system for the fuel cell commodity. And we'll actually get into that top off of the hydrogen tomorrow on first shift. About this time tomorrow, we'll have a really good idea if we're executing per plan or not. I fully expect we will be, but we do need to give the guys about a day to get through most of the work. And then we'll close out that area. It's on the side of the orbiter. It's our standard orbiter mid-body umbilical servicing area.
and we'll close that area back out and be ready to load the external tank Tuesday morning. And so we felt by scrubbing early today, it added to the possibility of getting to a launch attempt Tuesday morning. So we feel really good about that. Disappointing for the team, of course, but if you take the bigger look at the big picture of the shuttle program and the need to get this extra day, and this does increase our chances of doing that, so this is a good recommendation, I feel, and accepted by the program. And so we're going to execute this. That'll set us up for attempts on Tuesday and Wednesday. And then as we go through the next couple of days or so, we'll look at the weather that Caleb promises will be perfectly fine for the rest of all of our attempts. And then on the off chance that it's not, we'll take a look at the attempts after Wednesday and see where we go from there. Caleb. Thank you. Today, as you can, everybody can see, we had numerous thunderstorms. Early on in the count, we went red for some of our rules. And we never did go green. We stayed red. As Mike was talking about, we kind of had a little bit of a hole there where we were kind of optimistic early on. I think actually what that added heat into the area, that little hole, and we actually had more cumulus cloud development and more storms develop. And then, you know, around the noontime, you could easily look on a radar satellite and just see all the anvil blow off from the inland thunderstorms. They were just pretty much covering the whole area. And so I think it was pretty evident that conditions were getting worse, not improving. Looking forward onto Tuesday, we're going with a 40% probability of KSC prohibiting launch. I'm sorry, I said that wrong. 40% probability of KC weather prohibiting launch. And we're no longer concerned with anvils on Tuesday. With the upper levels, the winds are actually switching and becoming lighter, so we're not going to see that blow off. What we're watching this easterly wave that's down by the Bahamas. That's actually moving here, and it could bring us some cumulus cloud, clouds, some showers, and possibly some ceiling. So we're watching that. And once again, on Tuesday, we're going with a 40% probability of KC weather prohibiting launch. Looking at Wednesday, we're actually bumping that number up to 60% for probability of KSC weather prohibiting launch. And that's mainly due to the low-level winds are switching to more of a south, and we're kind of tapping into even more of that moisture we have, and so we'll see more thunderstorm development. And then for 48 hours into Thursday, we'd be back down to 40%. And that's mainly due because it's earlier, and hopefully we would actually kind of miss some of the afternoon thunderstorm because the window would open up earlier in the day. That's all I have. Thank you very much. Let's take your questions. Please wait for the microphone and give us your name and affiliation. Let's start with Mike right here. Hi, Mike Schneider with the Associated Press. I was just wondering if you could, if you need to launch by Wednesday in order to get that 13th day in, and if not, when do you have to launch by in order to get that 13th day in? If you could also talk about what the crew will be doing tomorrow. Well, let's see. We're set up for Tuesday and Wednesday attempts, and John, I believe that only we could go through Thursday to preserve the 13th day. But unfortunately, for us, we can't have three attempts in a row anymore because we don't have enough commodity in the liquid oxygen or liquid hydrogen spheres for the external tank to support three attempts in a row. And so, right now, we're limited to Tuesday and Wednesday from the ground perspective. What I think we'll do is we'll take a good look. We're going to try Tuesday and Wednesday. We'll look at the out days weather and on Thursday, Friday, Saturday if that's required, and then make a decision on whether we would want to replenish both hydrogen and oxygen for the fuel cells at that point. And it's a strong desire to get that 13th day. If we start getting late in the launch window, I think consideration for if we had a good weather day, not standing down and doing that would certainly be considered. Okay, let's go to the back. Stephen. Stephen Young with spaceflightnow.com for Mike. Is there some chance that you won't be able to make Tuesday? I mean, the weather tomorrow, could that affect your operations at the pad? It sounded like it might be the schedule's fairly tight. Stephen, the schedule is fairly tight, and that's why we recommended to the program that we get into this turnaround posture as soon as we can. Weather is a concern for us. If we get lightning advisories at the launch pad and it turns into what we call the Phase 2 lightning advisory, which is lightning either spotted within 5 miles or imminent, we're going to have to secure some of our operations out there. And so local weather can threaten the ability to get to Tuesday. That's why we want to have as much time as possible to pull that off. Again, we'll have a good hack at it about this time tomorrow.
Okay, Mark Carrera, right there. Thanks, Mark Carrera from the Houston Chronicle. If attempts Tuesday and Wednesday didn't work out and you wanted to reservice everything, even though you were moving deeper into the window, how long would it take to come all the way back up to the point you were when you made your first launch attempt with oxygen and hydrogen propellants all around? If the question is how long it would take us to get back into a fully reset launch posture as we were for yesterday's attempt, we'd have to stand down for 3 or 4 days. I'd have to go calculate that number. It depends on exactly how much commodity in the spheres we've boiled off in our attempts. We have a pretty good hack at it. It's either 3 or 4 days, though. We have to turn the hydrogen tankers around. It takes so long to get them over to New Orleans and back and turned around for multiple waves of liquid hydrogen coming from their facility there. That's our limiting case right now. Right, Tracy. Tracy Watson, USA Today, from Mr. Linebach. Can you step me through how much it will cost to delay this long, especially with labor on 4th of July? I was given some numbers. I'm not a budget guy, so I was given some numbers, and in round numbers, the costs include the commodity itself that we're using up, liquid oxygen, liquid hydrogen. It's also overtime for our workers today, Sunday, of course. Tuesday will be a holiday. So in round numbers, it's about $1 million per scrub. Given the situation we're in now with a weekend and the holiday coming up, it's about $1 million. Okay, other questions? Mike? Mike Carriage at the Orlando Sentinel for Mike. Talk about the sort of the way that you came walk through the decision again today about calling the scrub. I know that it came about an hour after the crew got to the launch pad, and I can't ever remember seeing a scrub call an hour and a half after walkout. Did you ever give any thought to not bringing the crew out to the pad, and how did that whole thing progress? We never gave any thought to not bringing the crew out, because when the crew was getting suited up and on the way out to the pad, we still had an outside shot at launching. As Caleb described, the thunderstorms inland and south of us just blew up very, very rapidly, and so it became obvious to myself and the flight director we weren't going to get off the pad today. That just happened to be about 2 hours before our T-0. Flexibility is one thing we like to maintain in this program, so we don't see the need to run through the whole countdown just to say we did so. We try to make good decisions that's in the best interest of the program. Today was to knock it off a bit early. Okay, Todd. Todd Halverson of Florida Today for John Shannon. Could you go over your strategy vis-a-vis the RCS jet heater that is down, and whether you'll have enough redundancy for the operations on orbit, and how that heater being down and that jet being down will affect the piloting tasks involved with the OBSS scan, rendezvous and docking, the spacewalk, and docked operations at the station? Sure, Tom. Just to kind of reset what we have on the vehicle, there are six what we call vernier jets, that are small attitude control thrusters. There's two in the front and four in the back, two on the left, two on the right. And what we lost is the heater on the one in the back that faces to the left. And the concern is that if you don't have a heater, if the temperature gets too cold on that thruster, that when you do fire it, that the seal won't seal back up and it could start to leak. We have very specific flight rules that we follow on how warm that jet has to be. So without that heater, it may not get to the proper temperature immediately on orbit to allow us to go fire it. That is not a big deal at all for the first 2 days of the flight, because the vehicle can maintain attitude control with just five of those six jets perfectly fine. And that's the plan right now, is that we would fly with five of the six vernier jets and in free flight before we're docked. That doesn't affect the flight day two scan of the wing leading edge at all. It's all going to go just like we normally plan it to go. The goal, though, is that we will adjust the attitude and try and warm that jet up enough
So when we do our rendezvous and docking, we can do that with the Vernier jets, with having all six. If we're unsuccessful in doing that, we have a digital autopilot mode with the primary jets that we can use to do the rendezvous and docking. The crew is trained to do that, so that won't be any impact either. So we plan to do the 5 of 6 Vernier jets and warm up the 6th for a rendezvous. If we're unsuccessful, we'll just go to our normal backup mode, and the crew is trained on doing that. Okay, thank you. Jay? Jay Barbary with NBC. Mike, I was on the air. I'm sorry I didn't get the opening. Is a plan that you're going to bring over the hydrogen now and you're going to replenish it tomorrow? And are you also going to include oxygen tomorrow? Or is that going to wait if you have to postpone after Wednesday? Is that going to wait to Thursday? In other words, are we Tuesday, Wednesday, take down Thursday, Friday, and Saturday now? Is that the way we are? We're going to replenish hydrogen for the fuel cell system only in this 48-hour scrub turnaround. We have to look at the oxygen supply and how that may affect the 13th day. And John and his team obviously are going to be looking at that closely. That is not a requirement in the near term. But we do have to look at that if we don't get off the ground Tuesday or Wednesday, which is our plan. So the going-in plan, and it's obviously weather-dependent, but the going-in plan is to launch Tuesday or Wednesday, take Thursday of the week off, and try again next Friday. Yes. Okay. Right here. Right. Okay. Hi, I'm Mark Kirkman, Interspace News. Just on the PRSD, normally it's a 7-hour process for an entire load. How long is it going to take for just the hydrogen only, and when do you have to have that complete prior to bringing the RSS back? Well, it's funny to think about it, but it's about the same amount of time to just top off, because we actually have to drain some of the propellant out of the hydrogen tanks to condition the lines down to the tanker that's sitting on the pad surface. And so we have to drain some out, condition the lines, and then get back into a flow, back into servicing the orbiter itself. That whole timeline is about the same as starting from scratch. And if we start closing out the AMBU, the mid-body servicing unit, about this time or slightly later than this time tomorrow, we'll be in fine shape for Tuesday morning. Let's go down the aisle here. Tiffany, take the lady in the in there. Liz Hurley, WAFF Huntsville. Have you ever launched on the 4th of July, and what's planned for the crew tomorrow? Okay, Bruce, your time to shine here. I've got an easy answer for you. I'll get that information for you. I don't think we have, but I have a list of all the launch dates in the press site for you, so I'll get that for you. What was the second part of your question? That was crew plan tomorrow. I don't know. We had asked if they were going to get up in the shuttle training aircraft and shoot some approaches. I would not be surprised if they do that. Other than that, I don't have any details. Okay, Guy, right next to the lady. Guy Gugliotta of the Washington Post for Mike. I'm not quite sure that I quite understand the liquid oxygen and liquid hydrogen situation. When you talk about topping off, or you talk about emptying and reloading, are we always talking about the onboard fuel cells? And do you have to at some point bring in more cryogenics for the external tank? Yeah, Guy, that's what I tried to get on and didn't explain very well up front. There are two sets of cryogenics on board the vehicle, the liquid oxygen, liquid hydrogen for the fuel cells on board the orbiter, and also liquid oxygen and hydrogen in the external tank for the main engines. Are typically going into launch posture, we have enough cryogenics in the spheres for the external tank, the 850,000-gallon spheres at the perimeter of the pad, for 3 launch attempts before we'd have to replenish any of that. Since we've used up 2, you use up more commodity in a scrub than you can replenish with the tankers in a 48-hour scrub turnaround. And so the level of the spheres, the more we scrub, the level of the spheres is coming down. We can't replenish it fast enough with the tankers that we have. And so at some point in time, we're going to have to stand down for more than 2 days just to take on enough cryogenics for the external tank systems. That we would get into late this week. We always take, whenever we're into a scrub turnaround in a 48-hour scenario, we always take cryogenics for the external tank. We just can't get enough in there in this case to have 3 in a row again.
Okay, let's continue down the aisle. The gentleman right there in the third row. Hi, Sam Gordon, Titusville Herald. With the number of shuttle flights very limited in the life of the program and the next generation of vehicles already being planned, if there is a problem, per se, that would ground the fleet again, is there any consideration that maybe NASA could work with the European Space Agency using the powerful Ariane 5 rocket to complete the space station if necessary? That is something that has been looked at. It was looked at immediately after Columbia. The remaining pieces of the space station were specifically built to be flown on the space shuttle, and to reconfigure them to fly on any other rocket would be extremely time-consuming and expensive. Certainly, the plan is that we're going to fly it up on the shuttle and resume assembly starting with STS-115. The schedule that we have laid out for the 16 flights, we have sufficient time in there to have some problems and still recover and finish by our 2010 date. So I think the plans we have in place support the space station very well. Thank you. Let's go on back. Tom, right there. Tom Boyle, Tipton Conservative. Is there any way of topping off fuel cell cryogenics from the external tank, or would that just complicate things? There's no capability of interlacing those two systems. All right, let's see if the mic can reach all the way to the back row to the lady. You might step toward the microphone, please. If I can untangle myself here. Nell Boyce, National Public Radio. You all have been working towards this launch for nearly a year, and you've got this sophisticated piece of technology and all these carefully choreographed countdown checklists that you're going through. Could you talk about how it feels emotionally to be basically foiled by some of these uncontrollable forces of nature? Caleb is the responsible agent for this. It's all Caleb's fault. I try to tell people we're in sales, not in production. So, no. The short answer is that we have been here before. The key is after a year of preparation and after a very careful countdown, you don't want to get into a rush and do something that is not smart in from a weather standpoint. And you know, nobody is going to remember that we scrubbed a day or 2 days a year from now. But if we go launch and get struck by lightning or have some other problem, that will be very memorable. So we're gonna since we've taken this much time, we're gonna make sure that the weather conditions are right and we'll launch when we're ready. So thank you. Right here, Robert Goss, Center Space News. For whoever's comfortable answering this question. Prior to these launch attempts, I heard that there were concerns about repeated fueling and unfueling of the fuel tank loosening foam. This was supposed to be something that possibly contributed to the 114 incidents. How concerned are you with these repeated launch attempts causing something like this? And at what point does this become a concern where we may have to, you know, swap out the tank or something like this? Yeah, we did a lot of testing to try and understand that phenomenon, and I am not concerned, and the external tank project is not concerned at all with repeatedly tanking and detanking. We do have a life limit on the cycles you put on a tank. It's 13 cycles, and we've used up two of them now. To make sure, though, that we're not missing something, we send an ice team out, and Mike can give you more details on that, after we fill up the tank to go look for things. If you have cracked the foam, in some area that you didn't expect, obviously you're letting the nice humid Florida air get up next to the super cooled skin, and we would see ice form in that area. So we send that ice team out there, and they're a really good it's a really good way to tell if you have something unexpected on the tank. So we're not just hoping, we actually send the team out to go look. And I don't know, Mike, if you want to add anything about what the ice team does. Well, the ice team goes out after our initial fueling, did so yesterday, and then after the scrub yesterday, they went out to the pad after drain to look at the tank again. And the tank looked really, really good for a draining situation. Looked at it again today after
fueling, and saw no additional degradation to the tank at all. We'll go look at it again tonight after we drain the tank again. So we look at least twice per cycle, document the most minor imperfection that we see, and deal with them one by one. But right now, the tank is really behaving very, very well. Thank you. Other questions on this side while we have the mic here? Stefano? Yeah, Stefano Flodin for Time Magazine. I was wondering how, what's the risk for the astronauts being out there if you have a lightning storm? And actually, I remember this happening before, given all of the hydrogen, especially the hydrogen coming out of the stack that is burning. Well, a couple ways to answer that, Stefano. The vehicle is well grounded. The vehicle itself to the mobile launch platform and the mobile launch platform down to the launch pad itself is all grounded very, very well. We also have a lightning protection system. You see it on top of the pad, the lightning mast, the white lightning mast with the wire that extends down north and south, and that is our lightning protection system. And so if we have a lightning stroke really near the pad, 99% of the time it's going to hit that wire system and be grounded that way. We've never had a direct strike to the vehicle, ever. And so the astronauts inside the vehicle are very safe. We don't worry about that. The hydrogen that's boiling off goes across a ground line out to a flare stack and is burned off. So we are not releasing gaseous hydrogen to the atmosphere. We're burning it off, much as a refinery burns off natural gas, very, very similar. So we don't like lightning in the area for all the obvious reasons, but we feel the astronauts are fully protected. There's no concern there. Totally different subject. At one point, as you were still counting, I think I heard the words failed wet. Did I hear correctly? We did have a... there are multiple sensors in the external tank, and the ones that have gotten all the attention lately are the ones at the very bottom that signal when you're out of hydrogen and they would shut the engines down. Those were swapped out because we had some concerns with a certain lot of sensors that were made in 1996, I believe it was, and we had some concerns with those sensors, so we pulled them out and we put in new ones that we did a nano focus x-ray and a lot of different checks to make sure they were going to work really well. And they've worked just fine, but it's called a 5% sensor, which basically tells when the tank is at 5%. It failed. And it failed in the same way that we have had previous sensors on other tanks fail, and it is from that same vintage of ones that were bad. So that was actually a really great data point to us, and it makes us think although we have not found the exact problem, it really helps us narrow down that it's that lot of sensors that was bad, and then that helps us greatly because we can go make sure we don't have those in any critical areas in any tanks. So that was actually good news to us to see that. Okay, Sharish? Hey, Sharish Dante of the Palm Beach Post. Mike, I've gotten confused now on the external tank propellant situation. How is it that three consecutive tries drains your supplies, but 4 out of 5 days worth does not seem to? Do you plan to replenish at least some of the Dewars tomorrow in some way? Yes, we will replenish the Dewars for the external tank tomorrow. In fact, the hydrogen tankers arrived last night just in the case that we had a scrub. They're always on order for our first launch attempt, and they're here, they're ready to top off the spheres. And again, it gets down to every time we scrub an attempt, we use more propellant than we can fill back in a 48-hour scrub turnaround because of the time it takes to recycle those tankers back out to New Orleans to pick up another load. So we're constantly dropping slightly out of the tank as we scrub before we can refill it back up to its original condition. Okay, to follow on that, Mike, if starting Saturday was 100%, what percentage does that get you back up to tomorrow? And then for John, is there a consequence for the failure of that sensor? And if so, what is it? Well, let's see. We'll probably be back up to 80-85% tomorrow, somewhere in that region. I don't have the exact number for you. No, and no, there's no consequence to the failure of that sensor. It is, as you fly, it's just
noticed that you've passed 5%, which is just an indication to the ground team that's where you are on the tank. But it's a single sensor. I mean, it's not even a redundant sensor or anything. Thank you. Right here. Richard Luscombe of the Guardian for Mr. Lineback. Can you just clarify the timing of the launch attempt on Tuesday, please? What time are you going for? Tuesday's launch window opens at 14:32 Eastern Time. That's the opening of the 10-minute launch window. And we typically target, as we did today, to launch in the middle of that window, so that would be about 14:37 Eastern Time Tuesday. All right. Right here, the second row, gentlemen. Curtis Kruger, St. Petersburg Times. A lot of people light rockets on July 4th. I wonder if you could just comment on lighting this, what would be like to see this big one go off on Independence Day? Yeah, I told the team before we left the scrub turnaround meeting what a great gift NASA could give to the nation to return the shuttle to operation on Independence Day. So we're really looking forward to that, and if the weather is good, that's exactly what we'll do. All right. Kelly, right here. Kelly Young with New Scientist for Mike, I believe. Can you give us a Vulture update? Do you know roughly how many are out there in the trap and what they're going to be doing? Are you freeing them now, or are you letting them sit tight? You knew you couldn't get to the conference with that one. Okay. Good news is bad weather keeps birds away. Bad news is it keeps the shuttle on the ground. We will go inspect the trap today. We're probably doing that right now. We will release every Vulture that's in that trap today and rebate it in preparations for Tuesday's attempt. So I don't have a number for you now. Sorry. Okay, we have run out of time. These gentlemen have been up very early this morning, so we're going to let them go. So I'd like to thank you very much. Die Bilder, die Vinogradov und Williams vom Shuttle dann schießen, haben eine ganz besondere Bedeutung. Denn die Raumfähre dreht sich vor dem Docken noch einmal komplett um die eigene Achse, hier im Zeitraffer. Fotos des Hitzeschildes sollen zeigen, ob es beim Start beschädigt wurde, was der Columbia vor 3 Jahren zum Verhängnis wurde. Dann ist natürlich auch so, ich möchte mal sagen, die Minuten vorher, wo dann sich wahrscheinlich jeder da oben auf dem Flight Deck drängelt. Denn das ist natürlich ein fantastischer Anblick, wenn man sich dann dieser Station nähert. Ab jetzt steuert der Shuttle-Kommandant von Hand. Als ich auf meinem letzten Flug an die Station angedockt bin, ich muss zugeben, dass ich da eine Menge Adrenalin gespürt habe. Denn wenn Sie ein 100-Tonnen-Raumschiff nehmen und es gegen eine 200-Tonnen-Raumstation rammen, also das ist ziemlich aufregend. Aber in solchen Situationen folgt man dann einfach dem, was man trainiert hat. Du gibst dein Bestes. Das letzte Mal hat das Docken gut funktioniert. Und das Andocken geschieht also ganz, ganz sanft. Da bewegt sich das Shuttle wirklich nur noch Millimeter vorwärts. Yeah, sure, you need an up a little bit. Right. 3 feet. Eines der tollsten Dinge im Weltraum ist das Erlebnis, an ein anderes Raumschiff im All anzudocken, die Luke zu öffnen und hinüberzuschweben. Das ist wirklich abgefahren. So it's really interesting. Right on. 2 inches. Und dann weiß man, ja, jetzt kommt der Moment, da wird die Luke geöffnet. Timer started. Откроем! Валерий, привет! Hi guys, how you doing? Don't forget to key the BIPS mill. Expedition. Key the BIPS mill. 11A shuttle. Transmitter. 6. Yeah. Expedition 6, main crew, welcome to station. Man darf nicht vergessen, diejenigen, die dort oben an der ISS sich befinden, die sind da schon seit ein paar Monaten. Klar, dass sie sich da über Besuch freuen. Bei seiner Ankunft in der früheren russischen Raumstation Mir war die Begrüßung für Thomas Reiter kein bisschen weniger herzlich. Kurz darauf kam auch dort ein Shuttle zu Besuch. Mit dem Gepäck hatte die Crew eine ganz besondere Botschaft für Thomas Reiter, von Neil Armstrong, dem ersten Menschen auf dem Mond. Reiter hatte als Kind gespannt die Mondlandung beobachtet und an Armstrong einen Brief geschrieben, doch nie eine Antwort darauf bekommen. Die Kollegen hatten davon erfahren bereits vorm Start und hatten tatsächlich arrangiert, dass mir Neil Armstrong dann
ein Brief, das wurde mir per Fax übermittelt, geschrieben hat und mir sozusagen dann nach diesen vielen Jahren auf den Brief geantwortet hat. Das war sehr kurz, aber ich habe mich natürlich riesig gefreut, weil das auch eine gelungene Überraschung, kann man nicht anders sagen. Und dann macht der Reiter auf der Mir-Station seine ersten Erfahrungen im All. Grundsätzlich, wenn man in so einen Raum dann reinschwebt, dann muss man so die ersten Tage erstmal überlegen, Moment mal, in welcher Orientierung bin ich denn jetzt? Auch ein bisschen auf dem Kopf, und das ist ja eigentlich der Boden und das ist die Decke. Das sind so Dinge, die ein echtes Aha-Erlebnis sind, wenn man dort oben ist. Ein Aha-Erlebnis, das Tausende gerne jetzt wieder mit ihm teilen würden. Aber wie? Die amerikanische Weltraumagentur hat sich dazu mittlerweile jedenfalls Gedanken gemacht. Ergebnis? Ein Astronautentraining für jedermann in Florida. Für deutsche Urlauber inklusive Anreise für 777 Euro zu haben. Sie dürfen ein Shuttle fliegen, im Simulator. Doch wie kriegt man das Ding wieder runter? In der Trainingsanleitung steht es zum Glück. Damit keiner auf die Idee kommt, Astronautenleben sei einfach, legen die NASA-Trainer noch einen drauf. Wie nah kommt das an einen wirklichen Raumflug heran? Wir zeigen diese Bilder Thomas Reiter, um seine Meinung zu hören. Ach, das ist eine Situation, in die man eigentlich nur beispielsweise beim Wiedereintritt der Sojus-Kapsel nur für relativ kurze Zeit kommen kann. Dann folgt die Lektion Schwerelosigkeit, simuliert durch Gummiseile. Zunächst an einem Gerüst, das die Raumstation darstellen soll. Was man hier natürlich nicht merkt, ist, dass das eben richtige Knochenarbeit ist, wenn man in einem Raumanzug steckt und dann sich dort entlanghangeln muss. Dann der simulierte Mondspaziergang. Auch er überzeugt nicht so ganz. Da muss doch noch mehr gehen, haben sich Weltraumfans vor einigen Jahren gesagt. Und siehe da, es geht auch mehr. Für rund 150.000 Euro pro Ticket. Denn zu diesem Preis bietet die erste All-Airline der Welt, Virgin Galactic, für die nächsten Jahre Kurztrips in den Weltraum an. Mit einem speziell dafür entwickelten Fluggerät. Reserviert haben angeblich schon Hunderte. Tatsächlich mitgeflogen sind bisher aber nur Testpiloten. Es ist auch nur ein Moment der Schwerelosigkeit. 5 Minuten. Ein kurzer Hüpfer nach oben. Dann landet das Privatraumschiff wieder wie ein Flugzeug. Echtes Space-Feeling bleibt also dann doch denen überlassen, die es schaffen, für rund 17 Millionen Euro einen Raumflug bei der russischen Weltraumagentur zu buchen. Denn dann sind sie ein echtes Mitglied der Crew und fliegen für 6 bis 8 Tage ins All. Die ersten echten Weltraumtouristen. Sie bekommen sogar Hausmusik im All inklusive. Und schwerelose Akrobatikvorführungen wie hier von Thomas Reiter. So sieht sein Alltag auf der Station aus. 1 bis 2 Tage wird er brauchen, um sich nach seiner Ankunft häuslich einzurichten. Zunächst müssen etliche Dinge aus dem Shuttle in die verschiedenen Module gebracht werden. Durch das Bullaugenfenster tauchen wir zunächst in das amerikanische Labormodul ein. Hier sind viele Experimente untergebracht. Hier wird geforscht. Jetzt bewegen wir uns entlang der Hauptachse der Raumstation weiter. Alle wichtigen Elemente sind dort hintereinander angeordnet. Wir sehen hier jetzt gerade einen Flug in den Node, das heißt das Verbindungsteil, das das russische mit dem amerikanischen Segment verbindet. Es war gerade einer der Raumanzüge zu sehen, mit dem man Außenbordeinsätze macht. Und hier können wir mal einen Blick sozusagen durch diesen Helm nehmen, wie das aussehe, wenn man in dem Raumanzug drin stecken würde. An allen Ecken und Enden sind kleine Computer untergebracht, die dazu dienen, alle Bordsysteme zu steuern. Gerade haben wir einen Schlafsack gesehen. Man hat neben den Kajüten natürlich auch die Möglichkeit, seinen Schlafsack irgendwo in der Station, an der Decke, an der Wand, auf dem Boden anzubringen. Letztendlich dient er ja nur dazu, einen festzuhalten, dass man nicht, während man schläft, dann quer durch die Station schlägt. Dies ist kein Flug durch ein Geisterraumschiff. Hier sind nur alle am Schlafen. Und das sieht im All ebenso aus. Schwerelos treiben die Arme vor dem Körper.
der Körper ist wirklich ganz entspannt und ich hatte einfach die Erfahrung gemacht, dass man da auch mit bisschen weniger Schlaf zurechtkommt. Ich kann mich nicht daran erinnern, geträumt zu haben. Ich habe offensichtlich so gut geschlafen, dass ich morgens dann immer aufgewacht bin und einfach die Träume vergessen habe. Dafür hat er auf der Bierstation eine andere Erfahrung gemacht. Wenn man die Augen schließt, wird es nicht wirklich dunkel. Strahlenblitze, energiereiche Teilchen, die durchs All rasen, treffen auf die Netzhaut und täuschen dem Auge farbige Lichteffekte vor. Also irgendeine Farbe, blau, grün, gelb. Manchmal sind das Streifen wie so eine Sternschnuppe. Und wenn man tatsächlich das Problem hätte, nicht einschlafen zu können, kann man halt statt Schäfchen dann diese Lichtblitze zählen und schläft dann genauso gut ein. Von dem Verbindungsknoten geht es weiter in die Mitte der Station. Sie besteht aus dem russischen Frachtmodul. Da sind eine ganze Menge weiße Taschen verstaut. Es gibt dort oben natürlich nicht so viel Stauraum. Deshalb muss man die Oberfläche der inneren Station sozusagen nutzen, um diese Utensilien in Taschen zu verstauen und dort dann entsprechend unterzubringen. Das Essen ist in derartigen Boxen verstaut, farblich gekennzeichnet, Kommandant, erster, zweiter Bordingenieur. Das Essen ist natürlich nicht so gut wie frisch gekochtes Essen, ganz klar, aber es ist sehr vielfältig, muss ich sagen. Und hier demonstriert er auf der Meerstation, wie man es zubereitet. Als Vorspeise Hühnerfleisch mit Ei in Dose. Dann gibt es eine Suppe, Subcharcho. Den meisten der Speisen wurde vor der Verpackung das Wasser entzogen. Jetzt muss es wieder hinzugefügt werden. Lässt es ein bisschen liegen, damit sich das schön auflöst. Machen wir so. Und dann kann man das Essen in kleinen Portionen auf sich zuschweben lassen, es aus dem Beutel saugen oder auch klassisch eine Gabel verwenden. Historisch gesehen ist die Speise, die bei den Astronauten am beliebtesten ist, unser Shrimps-Cocktail. Es ist ein wenig scharf. Crewmitglieder sagen uns immer wieder, dass sie da oben gern scharfe Sachen essen, weil ihr Geschmackssinn taub sei. Zumindest kommt es ihnen so vor. Man kann sich durchaus an den Geschmack gewöhnen, auch für ein halbes Jahr. Aber man freut sich trotzdem, wenn man dann zurückkommt und wieder frisches Essen benutzen kann. Und wie ist es mit Nachschub für die Bordbar, wenn im Orbit gerade mal eine gesellige Stunde angesagt ist? Wird hierfür auch zugeliefert? Nicht von amerikanischer Seite. Aber raufgeschmuggelt wird doch sicher etwas. Von amerikanischer Seite hat bisher niemand etwas raufgeschmuggelt. Aber die Russen senden Sachen rauf. Und das, wie wir aus gut informierter Quelle erfahren haben, zum Teil in Form von Wodka, den man zur Tarnung einfach in Laborflaschen ins All schickt. Auch Rumgebäck soll dort schon angekommen sein. Das waren die Russen. Aus dem Frachtmodul führt der Weg ins sogenannte Service-Modul. Doch zunächst müssen wir noch Gegenverkehr ausweichen. Er schwebt oben herum, wir darunter hindurch. Was ist hier schon dabei? Jetzt sehen wir hier im Bild gerade das Trinkwasseraufbereitungssystem. Wasser ist natürlich ein sehr wertvoller Rohstoff dort oben. Das wird zwar die Station immer wieder mit den russischen Progress-Transportern damit versorgt, aber es muss aus dem Kondensat Trinkwasser wiedergewonnen werden. Und das wird dann in diesem System, das wir gerade sahen, dann abgezapft. Und damit können wir dann unser Essen zubereiten. Man sollte besser nicht zu lange darüber nachdenken, dass dieses Wasser aus dem gesamten Abwasser gewonnen wird, das an Bord anfällt. Zum Beispiel an anderer Stelle im Service-Modul. In dem russischen Segment sind im Wesentlichen Lebenserhaltungssysteme, nebenbei auch die Toilette, die wir hier gerade sehen. Ein Objekt, das es in sich hat. Jeder braucht sie, auch im All. Aber wie funktioniert sie? Ein Kollege Reiters, Ulf Meerbold, der auch auf der Meerstation war, erklärt es uns. Das ist die eigentliche Toilette, das Urinal, funktioniert nach dem Prinzip des Staubsaugers und hier das eigentliche Klo. Auch hier sorgt ein kräftiger Gebläsemotor dafür, dass in den Fäkalientank Luft transportiert wird. Auf die Weise gelangen die Fäkalien in einen kleinen Plastikbeutel, den man in diese Weltraumtoilette einsetzt.
Sie müssen alle üben, wie man das im Weltraum benutzt. Da ist eine Kamera unten drin. Die Crew sitzt dann hier und überprüft auf einem Monitor, dass sie auch richtig sitzen. Sie müssen sicherstellen, dass sie genau darüber sitzen und es die Fäkalien nach unten ziehen und weiterleiten kann. Und wenn man nicht richtig darauf sitzt, es wäre nicht dicht. Es könnte etwas herauskommen. Es wäre eine blöde Situation. Das, was sich die meisten Astronauten sehnlichst wünschen würden, eine Dusche gibt es nicht, aber eine Auswahl feuchter Tücher zur Körperhygiene. Natürlich werden auch die Instrumente geputzt. Dass technisch auch alles funktioniert, dafür ist Thomas Reiter als Bordingenieur nun zuständig. Trainiert hat er schon vor dem Start so ziemlich jeden erdenkbaren Ausfall. Die Praxis zeigt eben immer, manchmal passieren Dinge, die man so nie erwartet hätte und an die man so nicht gedacht hätte. Und es ist einfach für mich überwältigend gewesen, seinerzeit an Bord der Mir-Station, mit welchen einfachen Methoden wir manchmal die Bordsysteme repariert haben. Hier ein Reparatureinsatz auf der Internationalen Raumstation. Lässt sich das Problem nicht an der Oberfläche der Bedienelemente lösen, wird eine Reparatur schnell kompliziert. Die Schwerelosigkeit macht alles doppelt schwierig. Es ist was ganz anderes, wenn man mit dem Oberkörper dann in die Innereien, möchte ich mal sagen, von der Station eintauchen muss und da an irgendeiner komischen Stelle irgendeine Schraube oder mit einem Schraubenschlüssel was machen muss oder von Kabeln umgeben ist und dann irgendwie nach Halt sucht. Das sind dann schon Momente, wo man dann erstmal wieder kurz stoppen muss. Meistens lassen sich Probleme dann doch schnell lösen. Es gibt aber auch Situationen, in denen es sofort gefährlich wird. Feuer an Bord. Sicher eine der größten Gefahren. Hier hat Hollywood nachgestellt, wie ein Feuer in einer amerikanischen Apollo-Kapsel 1967 innerhalb kürzester Zeit allen drei Astronauten das Leben kostete. Das sind eigentlich drei Situationen, die am gefährlichsten sind. Das ist Feuer, wenn man ein Leck bekommen sollte, Druckabfall ganz richtig und natürlich falls die Atmosphäre kontaminiert wird. Dieser Rauch in der Raumstation ist nur eine Simulation. Aber im Ernstfall bekämen sie innerhalb kürzester Zeit schon keine Luft mehr. In dem Fall würde sich die Besatzung sofort in die Sojus-Kapsel begeben, dort die Luke schließen und ja, wäre dann in Sicherheit. Mit der Sojus-Kapsel zur Erde zurückzukehren, hat Thomas Reiter gelernt. Er ist einer der wenigen nicht-russischen Astronauten, die eine Fluglizenz für sie haben. Aber wenn es ernst wird, steht ihm und seinen Kollegen am Boden per Funk ein großes Team von Experten zur Seite. Überwacht wird seine Mission im All nicht nur vom amerikanischen Houston und von Moskau aus, auch aus einem Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen bei München. Hier steht Astronautenkollege Reinhold Ewald bereit, um auf Sorgen und Nöte einzugehen. Aber wenn es darauf ankommt, behalten da oben fast immer alle einen kühlen Kopf. Dazu wird man auch ein bisschen über die einzig zumutbare Grenze hinweggehoben. In diesen Notfalltrainings zum Beispiel haben wir ganz schwierige Situationen, Hitze, Kälte, Erschöpfung hinter uns gebracht. Wie wird man Astronaut? Was muss man für ein Mensch sein, um den Aufgaben gewachsen zu sein? Das naturwissenschaftliche Studium von Thomas Reiter war nicht genug. Er musste mit Ausnahmesituationen klarkommen und lernen, Extrembelastungen auszuhalten. Das Extremste, was Astronauten bisher geleistet haben, war sicher die Mondlandung. Neil Armstrong und Buzz Aldrin wurden nicht panisch, obwohl ihnen beim Landeversuch auf dem Mond fast der Treibstoff ausging. Von der Erde kam da die Stimme, nur noch 50%, nur noch 30%. Und der Armstrong, ganz cool, ist immer weitergeflogen, hat immer noch nach der Landestelle gesucht, hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Schon bei den Tests dazu wäre Armstrong fast ums Leben gekommen. Die Mondlandefähre verunglückte. Er rettete sich mit dem Schleudersitz und wollte am nächsten Tag schon wieder fliegen gehen, als wäre nichts geschehen. Neil war sicher der Testpilot mit der meisten Erfahrung und der besten Qualifikation. Er hatte die größte Flugerfahrung aller Astronauten. Er war durch seine enorme Kühle, er war enorm cool, wie man heute sagt, bekannt, sodass man sagte, das ist schon der richtige Mann für Apollo 11. Neil war immer sehr still, fürsorglich, zurückhaltend, unterschätzt. Neil Armstrong ist Thomas Reiters großes Vorbild. Auch Reiter kommt aus der Fliegerei. Sein Hauptberuf ist Tornado-Pilot bei der Bundeswehr.
Doch beim Astronautentraining musste er dann noch ganz andere Dinge lernen. Überleben in der Kälte nach einem angenommenen Absturz der Sojus-Kapsel. Hier lernen Astronauten eine Gefahrensituation nach der anderen kennen. Dass man bei kritischen Situationen nicht ausrastet, dass man mehrfach Aufgaben lösen kann. Und das ist die Coolness, dass man, wenn ein normaler Mensch, wenn fünf rote Lichter blinken und man weiß, jetzt kann ich sterben, dann wird man in Panik geraten, dass man trotzdem noch strukturiert denkt und sagt, wie kann ich die Dinge abarbeiten, sodass ich hinterher eben heil dann auch rauskomme. Das ist das, was die Coolness nennen. Das ist eine wichtige Fertigkeit, Fähigkeit, die die Astronauten auch tatsächlich haben müssen. Besonders cool muss man sein, wenn man aus einem Raumschiff aussteigt. Der Russe Alexei Leonow hätte den allerersten Weltraumspaziergang 1965 ohne ein gewisses Maß an Abgebrühtheit sicher nicht überlebt. Plötzlich hat mein Raumanzug angefangen, sich aufzupumpen. Wie dieser Mensch in der Michelin-Werbung. Ich wurde zu groß, um zurück durch die Luke zu kommen. Das kam natürlich sehr unerwartet. Ich habe noch probiert, wie geplant, mit den Beinen voran reinzukommen. Es ist mir nicht gelungen. Dann habe ich gemerkt, dass es einfacher wird, mit dem Kopf voran wieder hineinzukommen. Ich musste mich umdrehen, das habe ich dann gemacht und den Druck reduziert in dem Raumanzug. Das war meine einzige Rettung. Thomas Reiter bereitet sich auf seinen Ausstieg aus der Raumstation vor. Das Riskante ist, den Kontakt zur Station zu verlieren. Das Faszinierende, Momente zu erleben, die fast zu unwirklich erscheinen, um wahr zu sein. Es ist ein wahnsinniges Gefühl, es lässt sich schwer in Worte fassen. Wie fühlt sich das an, wenn man durchs All schwebt? Wie mag es erst sein, wenn man mit seinen eigenen Füßen den Mars betritt? Dazu mehr, gleich. Weltraumspaziergang ist das falsche Wort für das, auf was sich Thomas Reiter vorbereitet. Ein Spaziergang ist es nicht, sondern Schwerstarbeit und nicht ungefährlich. Deshalb hat er monatelang in einem Wasserbecken geübt. Das Äußere der Raumstation ist hier in Houston unter Wasser in Teilen originalgetreu nachgebildet. Im Wasserbecken schwebend kommt das Training der Situation im All am nächsten. Es ist sehr ähnlich. Natürlich muss man sagen, wenn man in diesem Anzug drin ist unter Wasser und einfach mal die Augen schließt, kann man immer noch sagen, wo oben und unten ist. Man fühlt natürlich selbst die Schwerkraft schon noch. Der Anzug selbst ist aber mit Bleigewichten genauso austariert, dass der eigentlich im Wasser schwimmt und sich so fast so verhält wie in der Schwerelosigkeit. Wir haben bei uns im Außenbordeinsatz verschiedene Aufgaben, Ausrüstung zu installieren, wissenschaftliche Geräte, ein paar Computer auszutauschen. Und diese Dinge werden eben alle hier bis auf jeden Handgriff geübt und natürlich auch die Zeit dafür genommen, wie lange man braucht. Hier ist er von einem Dutzend Tauchern umringt, die ihn und seinen Kollegen aus dem Wasser ziehen, wenn es ein Problem gibt. Wenn er dann im Orbit aussteigt, werden seine Trainer zur Not per Funk eingreifen. Ich hoffe nicht, dass bei seinem Weltraumausstieg irgendwas ist, dass wir hier unten die Luft anhalten müssen. Aber möglich ist natürlich immer, und dafür sind ja auch dann gute, trainierte Leute da, die dann so gut helfen, wie sie eben können. Während seiner Zeit auf der früheren Mir-Station ist er zweimal ausgestiegen. So ist es auch jetzt geplant. Es ist echte Knochenarbeit. Man muss sehr hart arbeiten in diesen Raumanzügen, denn die sind mit einem gewissen Druck beaufschlagt. Um den Raumanzug herum herrscht Vakuum. Und deshalb muss jeder Handgriff mit einer gewissen Kraft durchgeführt werden. Und das führt dann nach einer gewissen Zeit dazu, dass man wirklich in Schweiß kommt. Thomas Reiter muss sich durch mehrere Drahtseile sichern, wo auch immer er sich an der Station hinbewegt. Damit hangelt er sich weiter. Denn genauso groß wie die Gefahr, sein Anzug könnte ein Leck bekommen, ist die Gefahr, den Kontakt zur Station zu verlieren. Wenn es passiert, dann gibt es kaum eine Chance auf Rettung. Würde man von der Station wegfliegen, dann hilft natürlich keine Schwimmbewegung oder sonst was. Selbst wenn wir das Shuttle an der ISS dran haben, bis das man wirklich abdocken könnte und dann einem gestrandeten Astronauten hinterherfliegen könnte, wäre eventuell nicht genug Zeit.
Es sei denn, es ist eine Simulation wie hier und der Astronaut trägt einen Raketenrucksack. Thomas Reiter muss diese Prüfung im sogenannten virtuellen Labor bestehen. Mit einer Brille, die jeden seiner Blicke simuliert in den Weltraum überträgt. Er muss es schaffen, zurückzukommen. Mit einem Kontrollgerät, das er auch an seinem Raumanzug hat, kann er seinen Miniaturdüsenantrieb aktivieren. Das Manöver hat geklappt. Wenn Thomas Reiter jetzt wie schon vor 11 Jahren zu realen Außeneinsätzen in den Weltraum startet, wird er ein 6 Stunden Arbeitsprogramm absolvieren müssen. Es bestehen gewisse Risiken. Doch es ist auch der Job mit dem schönsten Ausblick der Welt. Es ist ein wahnsinniges Gefühl. Es lässt sich schwer in Worte fassen, wenn man tatsächlich mal eine Minute Zeit hat, um diesen Ausblick zu genießen. Insbesondere, wenn man sich mit dem Rücken zur Station dreht und mit dem Bewusstsein, sich mit 28.000 Stundenkilometern über die Erdoberfläche zu bewegen. Es ist wirklich ein wahnsinniges Gefühl. Auch diesen amerikanischen Astronauten packt es plötzlich. Er dreht sich zur Erde um. Ja, man bekommt in der Tat manchmal so das Gefühl, man müsste sich erst mal zwicken, um aus dem Traum aufzuwachen, weil es auf der einen Seite unglaublich schön ist, aber ebenso unwirklich. Und man kann das eben in dem Moment eigentlich nicht so verarbeiten. Die Ausblicke, die sich diesen Astronauten bieten, sind wahrlich einzigartig. Sie sehen Vulkanausbrüche unter sich hinwegziehen. Den Amazonas. Wirbelstürme. Und alle 45 Minuten wird es Nacht. Dann sehen Großstädte so aus. Gewitterfronten bieten ein Blitzfeuerwerk. Ab und zu kommt auch der Mond in den Blick. Es wäre fantastisch, wenn man tatsächlich irgendwann mal in diese Richtung aufbrechen könnte. Ich denke, für jemanden, der als 11-Jähriger die Mondlandung mitverfolgt hat, wäre das natürlich eine Wahnsinnssache, mal mit eigenen Füßen auf einem fremden Himmelskörper zu stehen, sei es der Mond, sei es der Mars. US-Präsident Bush hat genau ihn zum Ziel erklärt, den roten Planeten. Die Visionen sind da und Fürsprecher, die wissen, worüber sie reden. Von unserer Geburt an ist es unser Instinkt zu forschen. Um Länder zu vermessen, mussten wir forschen. Um zur See zu fahren, mussten wir forschen. Um neue Entdeckungen zu machen, müssen wir forschen. Jedes zweite Experiment Reiters beschäftigt sich mit Langzeitmissionen der Menschen im All. Er wird auf der ISS also forschen, um herauszufinden, wie eine Reise zum Mars möglich wird. Eine faszinierende, aber lebensfeindliche Welt. Leichter Staub liegt in der Luft. Alles erscheint in rotem Schimmer. Das Sonnenlicht erreicht den entfernten Planeten schwächer als auf der Erde. Eine Atmosphäre, die so dünn ist, dass Menschen ohne Schutzanzug hier keine Minute überleben würden. Ich stelle mir vor, was ich denjenigen oder diejenigen fragen würde, die auf dem Mars waren und zurückkämen, einfach wie sie sich gefühlt haben. Die Schilderung dessen, was das für ein Gefühl ist, mit den eigenen Füßen auf so einem Planeten zu stehen, das zu erleben, was man sieht, wie man das wahrnimmt. Die einzigen Männer, die zumindest so etwas Ähnliches schon einmal erlebt haben, sind die Apollo-Astronauten, die auf dem Mond landeten. Wir wussten, dass es Realität ist. Dass wir etwas real und bewusst tun. Dennoch wirkte alles auf uns irgendwie surreal und mysteriös. Als vor 34 Jahren das letzte Mal dort Menschen einen Fuß hingesetzt haben, kündigten sie bereits an, irgendwann wiederzukommen. Als ob er geahnt hätte, dass die künftigen Kapseln wieder so aussehen werden. Die Nachfolger der Apollo-Raumschiffe heißen Crew Exploration Vehicle und sie sollen in 15 bis 20 Jahren zum Mond zurückkehren. Es wird die Generalprobe für den Sprung zum Mars. Eine Mission zum Mars dauert 2 bis 3 Jahre. Es war noch nie jemand so lange und so weit von der Erde entfernt. Wie werden Mars-Astronauten darauf reagieren? Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade aus der Erdumlaufbahn Richtung Mars gestartet. Wenn dann was passiert, gibt es keinen Weg zurück, obwohl die Erde noch da vor Ihnen ist. Es gibt in dem Moment keinen Weg zurück.
Auf die Wände projizierte Erdlandschaften sollen auf dem Marsflug dafür sorgen, sich der Heimat etwas näher zu fühlen. Sonnenstürme, Eruptionen könnten die Mannschaft an Bord starken radioaktiven Strahlen aussetzen. Die Astronauten würden strahlenkrank. Ist der Sonnensturm stark, sogar innerhalb weniger Tage? Also macht man sich jetzt Gedanken darüber, welche Art von Strahlung beeinflussen überhaupt den Körper, welche Bereiche des Körpers sind besonders für Strahlung empfindlich. In der Mitte eines Marsraumschiffes müsste es vermutlich einen kleinen Schutzraum geben, in den die Crew bei Gefahr flüchtet. Werden ihre Körper längere Zeit nicht durch Schwerkraft belastet, wie auf der Erde, verkümmern die Muskeln, sogar die Knochen beginnen zu schwinden. Der deutsche Astronaut hat bereits Mitte der 90er Jahre bei seiner Landung in der kasachischen Steppe erlebt, wie Schwerelosigkeit seinen Körper schwächt. Es ist enorm, wenn man ein halbes Jahr in der Schwerelosigkeit war und dann auf die Erde zurückkommt, mit welchen Problemen man zu kämpfen hat. An Bord zu trainieren, das würde für Marsastronauten sicher nicht ausreichen. Ein Marsraumschiff könnte rotieren und so eine künstliche Schwerkraft erzeugen oder kleinere Zentrifugen an Bord mitführen. Es ist noch viel zu forschen, bevor eine Marsmission möglich wäre. Einige der Experimente Reiters auf der Internationalen Raumstation könnten für einen Durchbruch sorgen. Wahrscheinlich wird sich eine erste bemannte Marsmission erst in 25 bis 35 Jahren auf den Weg machen, dann vermutlich in Begleitung solcher Roboterhelfer. Irgendwann wird es geschehen. Für mich ist das eine mehr als faszinierende Sache. Ich würde mir wünschen, dann dabei zu sein. Doch warum sollen Menschen überhaupt andere Planeten besuchen? Roboter sind schon mehrfach allein auf dem Mars gelandet. Weitere sind unterwegs, um dort nach Spuren von Leben zu suchen. Doch sie können weder denken noch fühlen und auch keine persönlichen Eindrücke schildern. Es liegt nun mal in der Natur des Menschen, sich für das zu interessieren, was er noch nicht kennt. Eine Eigenschaft, die uns auszeichnet, ist eben unsere Neugier, unser Interesse an dem bisher Unbekannten, unser Wunsch danach, Dinge, die wir uns zunächst nicht erklären können, doch zu erklären, Antworten auf Fragen zu finden. Forschung im All hat schon Krankheiten besiegt, neue Werkstoffe gebracht. Sie ist der Schlüssel zur Zukunft, sagen Astronauten. Was wird Thomas Reiter bald zu berichten haben? Er wird es uns wissen lassen. Alle 90 Minuten kommt er in 400 Kilometern Höhe einmal vorbei. I have with me today John Shannon, the Deputy Space Shuttle Program Manager, and also the chairman of our mission management team. With him is John Chapman, who is our ET External Tank Project Manager. Also, Mike Leinbach, our Shuttle Launch Director. And for a weather update, Lieutenant Caleb Nordgren from the 45th Space Wing. And we'll begin with opening statements, beginning with John Shannon. John? Okay. Thanks, Bruce. The good news is that we have proceeded just according to the plan that we briefed to you yesterday. We detanked the ET. We are standing down the team to do our hydrogen load, and I think we went through all of that yesterday. We want to get the hydrogen back up to a point where we can support the full extension day, the 13-day mission. And all that work is proceeding really well. Standard practice, whenever we detank the external tank after a launch attempt, we have the ICE team or an inspection team go out and take a look at the condition of the tank, the condition of the orbiter, the SRBs, the pad, everything. And they document any anomalies or anything that they didn't expect in what's called a problem report or an interim problem report. And we got one of those on a crack in the foam that holds that surrounds a bracket that holds on the LOX feed line. And this is the LOX tank. This is the LOX feed line that runs down the tank, and there are several brackets down the side that hold it structurally onto the tank itself. That the structure that is
that is holding it. We have a slide we can show you, but there's essentially some foam around here. And when the tank, when we fill it up, it shrinks. And, of course, when you detank, it expands. And what you need is an articulating joint here at the bracket that can move back and forth as the tank moves relative to the lock speed line. And what we think happened yesterday is when we had all of that rain, that obviously is what scrubbed the launch, we had some condensation running down the lock speed line itself here, and it's very cold. And it froze, and we got some ice buildup in that articulating joint. And when the tank was emptied and it started to warm up, it started to expand. And we think some of that ice stayed in that joint, and it crushed a little bit of that foam. And what the inspection team reported was a small crack in that joint. And if we can pull up the very first slide here, we'll take a look at that. I hope you can see it. The middle picture, the black circle, shows that crack. And that was the initial report that we got. And we started working with the team to make sure that we understood the physics, what could have caused that, and what it would mean to us. Well, then as we moved the rotating service structure around, and I think it was just coincidence, any residual ice in there that was creating a pinch point that caused that crack in the first place melted, and that small piece came out of that cracked area and landed down on the launch platform. And that's pull back up slide number one again. You can see it right there. And John Chapman, the ET project engineer, will show you roughly how big it is. But you can tell it's about 3 inches in length. It's triangular shaped, and it's about that thick. So it was a very small piece. Now, the obvious question is, well, gee, if this would have happened in flight and this piece of foam would have come off, would that have been an issue? And the answer is no, absolutely. It would not have been an issue. It is less than half the size that we think can cause damage to the orbiter. So although it is in an area that we don't like to have foam come off, this was not unexpected, and it would not have caused any damage to the orbiter itself. We called the MMT together to go over this, since we took an IPR on it, and to talk about maybe what the impacts to our launch could be. And we came up with three considerations that we need to go and think about. The first is, you know, that TPS is there for a couple reasons. One is for aerothermal heating. You want to make sure that the underlying structure does not get too hot and potentially could fail. The team is very confident that there's not going to be issue with the foam that was lost in that area with any aerothermal heating, because that structure is has got a lot of margin to it, and John will tell us some more about that. The other one is ice formation, because we like that foam to be there so that we don't get ice to form. We've had that discussion about will this cause additional ice that could damage the orbiter to form, and the answer is that we're still doing analysis on that. We're going to look at it. What I think will probably happen is we will not come up to a very conclusive answer tonight, but I am very comforted by the fact that we have an ice team that goes out there, and they have excellent views of this area, and we have very clear criteria that if ice were to form out there that was a danger to the orbiter, that the ice team would see it, and we would stop the count, and then we could go do something else. The other piece is even though we have really good views of this area, obviously, we pinched it and we cracked the foam and lost a little bit. There's some concern with the team of, did you damage any other foam along that strut? And let's go to slide number two. This is the kind of the after picture, after the foam came out of that little pinched area, and it looks like it just came off all in one nice piece, and there's no additional cracks. This photo really doesn't do justice to the high resolution that we got with the team on the ground that does the inspection. They actually use a telescope with a camera attached to it, and they got really high resolution pictures of that. But you can't see the complete top area of that strut. And that was the third concern. The first was aerothermal. The second was ice formation. The third was making sure that there was no other foam that was pinched in that area that could potentially come off. And what we decided to do today in the MMT, and it was a fairly
fairly short meeting, was to allow the team to have some time to go answer those questions, do the aerothermal analysis, make sure that we have sufficient structure there to not have a problem. Go review the ice formation. We've done a lot of tests, as you can imagine, over the last couple of years to understand ice formation, make sure that the rules on the book are correct. And third was to go think of ways that we could inspect the rest of that foam and make sure that it's all intact. And the team's looking at different options with borescopes. We have a platform we could move up there to go look at it, but that would take an additional day to do, and Mike can run through the schedule on that a little bit. So what we decided to do is to continue with the plan that we were on, to continue with the loading of the hydrogen for the fuel cells, keep the team marching down that path, and we're letting the ET project and the systems engineering team go off and run the appropriate analysis, and also letting the pad guys look at different ways that we could go inspect that area. And we're going to meet back again at 6:30 tonight and summarize where we are with the analysis, summarize where we are with the inspection, try and clear all our concerns, and go launch tomorrow. If we decide that, well, you know, we're a little bit uncomfortable with this, or we haven't completed our analysis, or we need some more data, there is the potential that tonight I would decide that we've got our hydrogen loaded up, we're good to go, but we want to go out there tomorrow with the platform and just make absolutely 100% sure that there's no other problems with that strut. And I have no preconceived notion for exactly how that discussion's going to go. We gave the different teams their actions to go off and work, and we're going to come back at 6:30 and review that. And I am going to stop talking for a minute. I'm going to let John Chapman, the ET project manager, go over the kind of what that system does, how it works, and some of the history of crushed foam in that area. And then I think Mike ought to talk about the different timeline impacts that we're talking about. So go ahead, John. Okay, thanks, John. As John indicated to you, this piece of hardware that we're talking about is called a LOX feedline bracket. It's made up of several different smaller pieces, and it gets attached through some fasteners that have the capability to move to the surface of the tank on one side, and then to the sides of the liquid oxygen feed line, the large line that goes down the side of the tank here, on the other end. And because it gets attached to the tank on one end, it's subject to very cold temperatures because we have cryogenics inside the tank, obviously. On the liquid hydrogen side, it's 400 and some degrees below zero. And then on the other end, which is with the liquid oxygen feed line, it's carrying liquids that are comparably cold in the 300 and some degrees below zero. So, and because when we go through a tanking and a detanking, there are different temperatures involved in this, so we get differential changes in length, because as things get cold, they shorten up, and as they warm back up again, they expand again. So we have to have ways to hold these feed lines onto the surface of the tank with brackets that have the capability to, as we say, articulate. They can move up and down. They can allow differential motion between the tank and the feed line itself. And we have to insulate those to keep them from getting frosty or icy as we flow cryogenics through the tank. So when you've got something that you want to move as well as insulate, the situation is they're going to be tight clearances and motion involved, and with those tight clearances you have the potential, as John indicated to you, to grow ice and frost in certain areas where there are tight clearances, and then as the feed line or the tank articulates and moves, you can potentially crush the foam in those areas. So that is what we think happened, that's the theory that we're working on right now, that says that during detanking we had relative motion of the feed line and the tank, and that caused some compression on this area called a strut that's part of the feed line support bracket. And in the process of moving, it compressed the foam on one end, and it popped off a small
sliver, as John just described to you there, that was roughly 3 inches by about 2 inches and a fraction of an inch thick. And the fact that we found that piece of foam and were able to go look at it and examine the fracture surface of it on one side to make sure we understood how it came apart. We could weigh it so that the numbers that John gave you relative to what we could take in that area would be confirmation that it was way below the mass that we would be worried about losing in that area. So that's the mechanics of how the hardware works, what it does, why it was designed that way. Relative to the three considerations that John mentioned to you that we're working on right now, we have folks at the Michoud Assembly facility that are working on the thermal analysis to understand exactly the thermal environment that we have there. We get that information from the systems analysis and integration folks that supply what the environment is there, and we take that from the tank perspective and make sure that the tank can operate within those environments right there. Relative to ice formation and prevention, that's a matter of assessing how much thermal protection system is left in that area, given that this piece came off, and so we know how much is left there, and analyzing how much protection against cold does that provide. Realize that where this piece came off, it's not attached to the tank itself, nor is it attached to the feed line itself. This is actually part of the insulation that's on one of the brackets that's there. So it's not directly on the very cold surface, but it conducts some of that cold area over to this part. And relative to other TPS damage, which was the third point that John addressed and talked about, we were very happy with the high-resolution digital photos that the inspection team that went out to the pad last night and then again today in the daylight to look at this area were able to bring back to us and show us. We believe that we're getting much more comfortable with the ability to potentially fly as we are right now, but the team is still looking at that. We want to make sure that we understand all of the considerations that could cause this foam to be lost, that we went through with the detanking, and then to make sure, given that we can withstand the ascent tank, the retanking environments, and the ascent environments. So that's the work that's going on from the tank perspective right now. And the real consideration is, do we need to take the time to go look at that, or do we feel comfortable enough with all the evidence that we have, with our analytical models, our photographic data, that we're okay right now? And that's what the team's studying as we speak. Okay, thank you, John. And next is Mike Leinbach, our Shuttle Launch Director. Mike. Okay, hello, everybody. You'll recall yesterday the plan that we laid out for you after our scrub had us going in and topping off the liquid hydrogen for our fuel cell system. And that's physically in work right now. We're executing per the plan that we laid out. And so from a launch countdown perspective to support tomorrow's attempt, we're right on the timeline, no issues there at all. No other significant issues that we've picked up at the pad in the last 24 hours or so. But let me talk a minute about the final inspection team, the ICE team as we like to call them. They're a team of about 7 or 8 folks. It's 7 if the external tank is fully loaded and 8 folks after drain. They go out and inspect the tank. As I described yesterday, we inspect the tank twice every time we fill it up. After we fill it up, we'll go out to the pad on launch day and inspect it. And if we do scrub, then we'll get another inspection after the drain is complete. And it was during that inspection yesterday afternoon that we picked up this crack and the subsequent loss of the foam that John has been talking about. The team is it's composed of 8 persons. They have very, very specialized equipment, telescopes with cameras on the end, as John said. They have infrared thermal imaging equipment that we can look at temperatures of the tank. Of course, that's not so much of a concern after drain, but nevertheless, they take that equipment with them. And we have members of the team that are relatively new, going through a training period. They've been on the team about 2 or 3 years, all the way up to people who have been on the team for 15, 16 years who have seen literally scores of tanks filled and drained and all the inspections that go along with it. So we have a mixture of experience, folks on the team and people who are going through the training regime to be on that team. But we have the best team in the world to put our eyes on the external tank,
with the specialized equipment that they use to pick up issues like this, and we get them periodically, and we deal with them one by one. So the final inspection team, the ICE team, is there for a reason, and they executed perfectly yesterday afternoon, and we'll do it again tomorrow morning after we fill up the tank for launch. So we're executing per our plan, and right now we have a good shot at launch tomorrow if we can clear this particular issue. Thanks. Thank you, Mike. And now we're going to hear from Lieutenant Caleb Nordgren, who's going to give us the update on our weather for lunch tomorrow. Thank you. Tomorrow we're going with a 40% probability of KSC weather prohibiting launch. Our concern tomorrow is there's an easterly wave. That easterly wave is going to be just off our coast. And typically with easterly waves, we could kind of we get convergent bands come off that, and they carry showers and cumulus cloud. So those are going to be our two biggest concerns. Fortunately, we are under an easterly flow, so we do expect the sea breeze to push inland. Behind the sea breeze, you'll get dry subsidence air. So hopefully, we're hoping that the sea breeze pushes in, we get dry air behind it over us, and then any kind of shower that comes off that easterly wave will be diminished by the drier air. So once again, we are going with a 40% probability of KSC weather prohibiting launch. And, as far as for Wednesday we do bump that number up to 60%, and that is on kind of give you what's going to happen on Wednesday. Wednesday we actually will be on the west side of the easterly wave, so that will no longer be a concern. Our concern will be is at the surface our flow switches to more of a southerly direction, and that will keep the sea breeze over us. Also, we'll tap into more of that moisture, so we'd be worried about thunderstorms within 10, 20 miles. And then as far as going forward for Thursday, our flow does start to surface switch to a southwesterly flow, which once again pins the sea breeze against us. The thing that we'll really be watching is the timing of when thunderstorms begin forming, because our launch window will be earlier, so we might actually beat the thunderstorm formation. So just to sum things up, on Tuesday, 40% probability of weather prohibiting launch, and then 60 on Wednesday and 60 on Thursday. Okay, thank you.